360. Zurück ins Leben. Komm mit mir auf eine Reise. Eine Reise zu mehr Energie und fantastischer Gesundheit. Ich möchte dir das Wissen und den Mut vermitteln, den ich gebraucht hätte, als ich ganz unten war. Dabei will ich dir helfen, wieder richtig in deine Energie zu kommen. Zurück ins Leben. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu Bio 360. Ich hatte die Ehre, mich mit Frank Mittlöhner zu unterhalten. Er wohnt in den USA seit vielen Jahrzehnten und er arbeitet dort an der University of California und er beschäftigt sich mit Landwirtschaft und auch dem Effekt sozusagen auf unsere Umwelt und das ist auch unser Thema und wir wollten einfach mal so ein paar Mythen auch angehen. Wir fangen gleich das Gespräch damit an. Es gibt so diese Idee, dass die Tierzucht auf der Welt bis zu 51% Verantwortung trägt an der Emission von CO2, also von Treibhausgasen. Und da unterhalten wir uns darüber, ob das wirklich stimmt oder nicht. Und er war derjenige, der zur FOA gegangen ist. Die hatten da ganz andere Zahlen. Da ging es um 18% weltweit. Und er hat sie korrigiert und hat gesagt, hey, ihr berechnet das nicht richtig. Und das haben sie akzeptiert, haben gesagt, okay, Frank, du hast recht, wir müssen es neu berechnen. Sie haben es neu berechnet. Jetzt sind es weltweit 14% und in den Industrieländern sind es sogar unter 4%. Wir unterhalten uns über die Rolle von CO2. Was ist da eigentlich der Unterschied? Wo kommt das her? Wie viel kommt aus den Tieren sozusagen raus? Dann geht es um Methan, was ja immer sozusagen in aller Munde ist, vor allen Dingen in den Mündern der Tiere. Und welche Rolle das überhaupt spielt, wenn es überhaupt eine Rolle spielt, dem wird ja eine sehr, sehr große Rolle oft zugeschoben sozusagen. Wir unterhalten uns über Lachgas. Dann geht es um die Umstände in der Tierhaltung, Weidehaltung versus Industriehaltung und wie sieht es in der Industrie überhaupt aus? Da frage ich ihn so ein bisschen aus, weil ich bin jemand, du kennst das, dass ich immer von Weidehaltung spreche, aber ich will dann auch mal von ihm wissen, wie sieht es eigentlich wirklich aus? Ist es dort wirklich so schlimm? Ist es alles belastet mit Hormonen, Antibiotika? Was gibt es da für Zahlen? Was sind so seine Erfahrungen? Wie gesagt, er arbeitet schon sehr lange in dem Bereich. Und wir unterhalten uns über Futtermittelproduktion in der dritten Welt, wird da Regenwald abgeholzt, in welcher Weise, wofür, wo gehen diese Futtermittel hin? Wir unterhalten uns über Bodenqualität, über Pflügen und solche Dinge. Wir unterhalten uns über die Rolle von Wald und Bewaldung, gerade auch im Zusammenhang mit der CO2-Bindung und vergleichen das sozusagen mit der Beweidung von Flächen. Wir unterhalten uns auch über den Impossible Burger und ganz, ganz viele Dinge natürlich so zwischendrin. Ja, ich möchte dir noch ein bisschen Feedback vielleicht mal ganz kurz vorlesen, was ich hier immer so bekomme. Zum Beispiel hat mir heute noch der Jonas geschrieben, hallo Unkas, dein Podcast ist die Wucht und ich bin völlig begeistert und ziehe meinen Hut vor dir. Danke Jonas, ich ziehe auch meinen Hut vor dir. Schön, dass du mir solche Sachen schreibst. Das hat meinen Tag auf jeden Fall verschönert. Oder wen nehmen wir mal? Zum Beispiel der Werner schreibt, hallo Unkas, ich bin begeisterter Podcast-Hörer von Bio 360. Was du geschaffen hast, ist super gut und sehr, sehr informativ. Mir fehlen einfach die Worte, um ausdrücken zu können, wie gut ich deine Aktivitäten finde. Vielen Dank, Werner. Ist mir eine Freude. Danke für das Feedback auf iTunes, in der Facebook-Gruppe, per E-Mail. Gerne natürlich immer gute Reviews überall hinterlassen. Das kann mir natürlich auch noch ein bisschen helfen. Und bevor wir jetzt anfangen, noch ein kleines Wort zu den Sponsoren dieser Episode, denen ich sehr, sehr dankbar bin. Das ist erneut die Firma Brain Effect, ein junges Startup aus Berlin und die haben viele tolle Produkte und eins davon ist zum Beispiel das CBD-Öl und das ist ein Hanfextrakt. Ihr habt sicherlich schon mal davon gehört. Es ist in den letzten Jahren populär geworden. Wir Menschen haben endokannabinoide Rezeptoren in unserem Körper und wenn die angesprochen werden, zum Beispiel eben durch dieses, also von außen quasi, durch dieses CBD-Öl, dann kommen wir besser in die Regeneration und es wirkt auch gut für den Schlaf. Ich persönlich nehme jeden Abend
5 Tropfen von einer 10%igen, von einem 10%igen CBD-Öl. Und mit der Zauberformel Bio 360 bekommst du satte 20% auf alle Produkte von Brain Effect. Dann möchte ich dir noch erzählen von der Firma Samina. Die bauen das großartige Bett, in dem ich jetzt jede Nacht schlafe. Und das sind Betten, die sind erstmal vollständig metallfrei. Das heißt, wenn wir Metall im Bett haben, dann können sich dort elektromagnetische Felder aufbauen, sozusagen verstärken, wie in so einer Spule. Und wir haben einfach Federkernmatratzen oder eben Lattenroste. Und das ist bei Samina nicht der Fall. Das heißt, da ist man schon mal auf der sicheren Seite. Es gibt das schräge Schlafen. Das heißt, es gibt einen gewissen Unterschied. Man schläft mit dem Kopf etwas erhöht. Und das gleicht so ein bisschen, dass dir das heute fehlen der Gravitation sozusagen aus, denn das Erdmagnetfeld wird immer und immer schwächer. Das Ganze geht zurück auf die Arbeiten auch von Professor Dr. Karl Hecht. Kannst du dir nochmal den Podcast anhören mit ihm, wo ich ihn in seiner Denkstube besucht habe. Der gute Karl müsste jetzt 96 sein und er freut sich immer noch bester Gesundheit und ja, ein ganz, ganz toller Mensch auch. Und ansonsten gibt es eine Erdungsauflage bei dem Samina-Bett und es gibt Schafschurwollauflagen, Matratzen, also alles ist wirklich vom Feinsten und aus sehr hochwertigen Materialien gemacht und es ist eine Investition, aber es ist eine Investition in deinen Schlaf, dein Refugium sozusagen und jeder weiß, wenn man einmal eine Nacht gut geschlafen hat, dann sieht die Welt schon ganz anders aus und deswegen ist das wirklich eine der lohnenswertesten Investitionen, wirklich in den Schlaf zu investieren. Und auch da in den Empfehlungen auf meiner Seite, wo ich auch ständig dran arbeite, die überarbeite, da einfach reinschauen, mal in die Sektion Schlaf und dort auch den Gutscheincode, die Zauberformel Bio 360 dann benutzen. Okay, und gleich los geht's los mit der heute. Hallo Frank und herzlich willkommen bei Bio 360. Schön, dass du hier bist. Hallo. Ja, wir wollen uns über ein spannendes Thema unterhalten, so ein bisschen so, was sind so die Mythen in der Landwirtschaft und Klima und wirklich auch die Effizienz von der Landwirtschaft und solche Themen. Bevor wir da einsteigen, vielleicht kannst du dich noch ein bisschen vorstellen. Ja klar, mein Name ist Frank Mittlöhner. Ursprünglich komme ich aus Viersen im Niederrhein, habe da 27 Jahre gelebt, bin dann nach Texas gegangen, habe dort meinen Doktor gemacht und bin dann vor fast 20 Jahren nach Kalifornien gekommen. Bin hier an der University of California in Davis Professor und Air Quality Specialist und zwar im Department of Animal Science und bin spezialisiert auf die Einflüsse der Tierproduktion auf Luftqualität, Treibhausgase und so weiter. Nur damit du Bescheid weißt, ich habe seit über 20 Jahren nicht mehr auf Deutsch in diesem Rahmen geredet. Also sollte mein Deutsch ein bisschen rostig daherkommen, bitte ich das zu entschuldigen. Ja, cool, kein Problem. Das klingt aber erstmal noch absolut super und top. Genau, ich habe dich in amerikanischen Podcasts gehört, die ich selber verfolge und war ganz hin und weg und Feuer und Flamme und habe dich angeschrieben. Es hat einen Moment gedauert, aber jetzt haben wir uns gefunden. Und wie sollen wir mal einsteigen in das Thema? Es gibt so einen Wert zum Beispiel, wo gesagt wird, dass so circa, dass die Tierproduktion, beziehungsweise also die Fleischproduktion, so die Tierhaltung auf der Welt 50% des Treibhausgases ausmacht. Und da, glaube ich, hast du einfach einiges dazu beigetragen, dass diese Zahlen korrigiert wurden. Vielleicht kannst du uns die Story mal so ein bisschen erzählen. Ach ja. Also diese Zahl, diese 51%-Zahl ist absoluter Unfug. Es gab ursprünglich eine andere, nämlich 18%, die im Umlauf war und die kam von der Food and Agriculture Organization of the United Nations in Rom, FAO. Und die FAO, die befand, dass die globale Tierproduktion 18% aller Treibhausgase verursacht und dass die Tierproduktion mehr Treibhausgase verursacht als das gesamte globale Transportwesen. Also alle Autos und Lastwagen und Schiffe und Flugzeuge und so weiter. Und dann habe ich mir deren Bericht durchgelesen und festgestellt, dass die verschiedene Methodiken verwandten, nämlich auf der einen Seite der Livestock, der Tierproduktionsseite, da haben die das sogenannte Life Cycle Assessment gemacht. Also wirklich sich den gesamten Life Cycle
der Produktion angeschaut, von Einflüssen der Futtermittelproduktion bis zu den Tieren, Transport der Produkte und so weiter und so fort. Und das haben die ganz gut gemacht und da sind die auf diese 18% nochmal gekommen. Aber im Transportwesen haben sie das nicht gemacht. Da haben die einfach nur die Abgase, die aus dem Auspuff kommen, gemessen oder angegeben und nicht die Produktion von Autos und Schiffen und Flugzeugen und Flughäfen und Straßen und so weiter, die eigentlich zum Lifecycle Assessment dazugehören müssten. Das habe ich kritisiert und dann haben die ihren Bericht auch soweit korrigiert. Und soweit so gut. Das war die FAO, ja, mit der 18%-Nummer. Die heutige Nummer für die gesamte Tierproduktion weltweit ist 14,5%. Und das ist eine Zahl, mit der ich einverstanden bin. Die 51%-Zahl, von der du gerade sprachst, die kommt von einer Gruppe, die sich World Watch Institute nennt. Hört sich grandios an, ist aber eine Gruppe von drei ehemaligen World Bank Bankern oder Bankern oder wie man das nennt, die sich als Experten verkaufen und die Dinge berechnen, die kein Experte jemals zulassen würde. Zum Beispiel benutzen die CO2, also Carbon Dioxide, in ihren Berechnungen, die von Tieren ausgeatmet wird. Kein anderer Wissenschaftler in der Welt würde das machen, denn dieses geatmete Kohlendioxid wird nicht gezählt. Und zwar deswegen, weil der Kohlenstoff, der in den Pflanzen ist, zum Beispiel in Form von der Zellulose, dieser Kohlenstoff, den hat die Pflanze ja aus der Luft rausgezogen während der Photosynthese. Wenn wir dann die Pflanze essen, dann wird diese gleiche Kohlenstoff, ja, diese gleiche CO2 von uns wieder ausgeatmet. Das heißt also, die Pflanzen entziehen das der Atmosphäre und dann essen wir die Pflanze und atmen das CO2 wieder aus. Und dadurch wird das also nicht gezählt. Was du und ich jetzt gerade ausatmen, wird nicht gezählt als Treibhausgas in allen internationalen sogenannten Inventories, Ja, Greenhouse Gas es ist ein Inventories. Kreislauf, da müsste man ja die Menschheit eliminieren, Korrekt. weil sie zu viel CO2 Korrekt, ausatmet. korrekt. Das hat aber diese Gruppe, die bei 51% landete, das hat die aber getan. Und dafür ist die auch erheblich kritisiert worden. Und meines Erachtens nach hat das nicht ein einziger Wissenschaftler weltweit, global ernst genommen. Aber leider Gottes in Zeiten des World Wide Webs gibt es also Leute, die suchen sich die schlimmsten Szenarien raus und dann haben sie das gefunden, dieses 51%-Szenario, dieses sogenannte Cowspiracy. Ein Film wurde gedreht, darin wurde die 51%-Nummer zitiert und so fort und so weiter und so fort. Es ist schade, dass Leute sowas machen, denn es ist eigentlich sehr gefährlich. Und der Grund dafür, warum das gefährlich ist, ist, dass es uns ablenkt von den Bereichen des öffentlichen Lebens, die wirklich im großen Maße Treibhausgase verursachen. Ja, was ist denn mit der Industrie eigentlich? Also hier in den USA, aber auch in anderen europäischen Ländern, sind die Bereiche, die Fossil Fuels benutzen, also Öl, Kohle, Gas, und das sind die drei Bereiche Transportwesen, Energieproduktion und Zementindustrie. Diese drei Bereiche verursachen ungefähr 80% aller Treibhausgase in der entwickelten Welt. 80%. Die Tierproduktion in den USA, ist für ungefähr 4% verantwortlich. Landwirtschaft insgesamt für insgesamt 10% aller Treibhausgase. Die Zahlen sind sehr, sehr ähnlich in Deutschland, in den USA, in England und so weiter. Ja, die 4%, da ich wollte dich sowieso fragen, du hattest eben was von 14,5% gesagt. Ich kenne aber eigentlich Werte von unter 4, also 3,5 oder 3,25 oder sowas. Da gibt es ja jetzt bestimmt dann noch eine Klammer auf, sozusagen. Viele Leute sind da verwirrt in dieser Hinsicht,
Die hören diese 14,5 Zahlen und dann hören sie viel, viel niedrigere Zahlen von ihren jeweiligen Herkunftsländern. Der Grund für die Unterschiede ist, dass 14,5 eine globale Zahl ist. Ein weltweiter Durchschnitt. Du musst dir ja überlegen, es gibt ungefähr 200 Länder in der Welt, von denen sind die meisten Entwicklungsländer. Und in diesen Entwicklungsländern, da ist die Landwirtschaft prozentual ein sehr starker Sektor. Und Schwerindustrie und so weiter nicht wirklich maßschlaggebend oder wie sagt man, Ausschlaggebend. ausschlaggebend, ja, Entschuldigung. Maßgebend, also zwar ziemlich nah dran. Das wird mir noch einige Male passieren, wie gesagt, Kein habe ich Problem. lange nicht mehr gemacht. Also weltweit wird dieser Durchschnitt 14,5, der relativ hoch ist, dadurch geprägt und dadurch ist er so hoch, dass es eben sehr viele Entwicklungsländer gibt, in denen die Landwirtschaft einen Großteil ihrer Emissionen ausmachen. Zum Beispiel in Äthiopien gibt es wenige Autos, wenig Schwerindustrie und so weiter, aber viel Landwirtschaft, viel Tierproduktion. In Paraguay, wo ich fast ein Jahr gelebt habe, da gibt es zweimal mehr Rinder als Menschen. Und dadurch haben dann natürlich die Tierproduzenten einen relativ hohen Anteil des dortigen, wir nennen das hier Carbon Footprints. Also ja. Und in den entwickelten Ländern, da gibt es also entsprechende Schwerindustrien und viel Transportwesen und so weiter und so fort. Und dadurch ist der relative Anteil der Landwirtschaft ziemlich gering. Und wenn jetzt eine globale Agentur wie die FAO einen weltweiten Durchschnitt errechnet, dann sieht der weltweite Durchschnitt hoch aus, dadurch, dass es so viele Entwicklungsländer gibt. In Ländern wie Deutschland, in Ländern wie Schweden, Irland, und so weiter und so fort, den USA, macht die Tierproduktion ungefähr 4-5% der Gesamtemissionen aus. Okay, wie kommen denn diese Emissionen dann überhaupt zustande? Wir haben eben gesagt, das Ausatmen zählt sozusagen nicht. Wo kommt das dann her? Also in der Tierproduktion, und davon reden wir jetzt wahrscheinlich ausschließlich, nehme ich an, oder möchtest du auch die Pflanzenproduktion haben? Ja, können wir auch gerne über beides sprechen. Okay. Oder ich stelle mal die Frage ein bisschen anders. Es wird ja immer von Methan geredet, ne? Die Ja. bösen Kühe, die Ja. Rülpsen es aus, und viele sagen, Furzen stimmt ja nicht, die rülpsen es aus. Und das ist dann halt einfach der Klimakiller. Also das ist halt wirklich, das macht ein Loch ins Ozonloch und so weiter. Also es macht ein Ozonloch so. Und es ist 30 Mal stärker als CO2. Und ja, vielleicht kannst du mal das so ein bisschen gerade rücken. Ja, also im Bereich der Landwirtschaft sind zwei Treibhausgase ausschlaggebend. Das eine ist Methan, das andere ist Lachgas. Lachgas ist N2O. N2O. Weder das eine noch das andere hat irgendwas mit dem Ozonloch zu tun. Aber beides sind Treibhausgase. So, was sind Treibhausgase? Vielleicht reden wir da erstmal drüber. Was sind Treibhausgase? Also stell dir mal vor, dass die Welt natürlich umgeben ist von der Atmosphäre und am äußeren Ende der Atmosphäre, da ist sozusagen eine Schicht, die durch diese Treibhausgase gebildet wird. Und da ist also Methan drin und Nitrous Oxide, das ist also Lachgas und CO2 natürlich, das am häufigsten vorkommende Treibhausgas. Und diese Gase, die bilden fast eine, man muss sich das fast vorstellen wie eine Decke. Wie eine Decke, die du über deinen Körper ziehst, um warm zu bleiben. Wieso ist die eigentlich warm unter einer Decke? Hast du dir darüber mal Gedanken gemacht? Ich denke, weil meine eigene Körperstrahlung sozusagen zurückreflektiert wird. Genau, ganz genau, ganz genau. Du hast ja Körperwärmestrahlung, die von deinem Körper abgegeben wird. Und die Decke hält die zurück und in deinem Körperbereich. Diese Treibhausgase, die machen was ziemlich Ähnliches mit der Sonneneinstrahlung. Die Sonneneinstrahlung
hat natürlich Wärme, die mit dieser Einstrahlung in unsere Atmosphäre eintritt. Und normalerweise ohne diese Treibhausgase würde diese Sonnenstrahlung reflektiert, von der Erdoberfläche wegreflektiert, und die Sonneneinstrahlung würde wieder zurück in Weltraum, ins Weltall gehen. Aber durch diese Treibhausgase, deckenähnlich, wird die Wärme der Sonneneinstrahlung zurückgehalten. Und das ist sehr wichtig. Ohne diese Treibhausgase könnten wir auf dieser Welt nicht leben. Es wäre viel zu kalt. Also wir brauchen Treibhausgase. Das Problem ist aber, dass wir zu viele Treibhausgase haben. Die Decke wird zu dick und dadurch wird zu viel Sonneneinstrahlung zurückgehalten. So, und jetzt zurück zu deiner ursprünglichen Frage. Wie ist denn das jetzt mit Methan und mit Nitrous Oxide, mit Lachgas? Also, wenn man diese Gase miteinander vergleicht, Kohlendioxid auf der einen Seite mit Methan und Lachgas auf der anderen Seite, dann ist Methan ungefähr 28 Mal mehr Wärme haltend als CO2. Und Lachgas fast 300 Mal. Das heißt also, ein Molekül Lachgas ist fast 300 Mal schlimmer als ein Molekül CO2. Ist also ein hervorragender Wärmespeicher. Okay? Also Methan und Nitrous Oxide Lachgas sind viel stärker in ihrer wärmehaltenden Funktion als CO2. Aber CO2 ist bei weitem das am häufigsten vorkommende Molekül in der Atmosphäre. So, jetzt, woher kommen diese drei? Erstmal, CO2 kommt weitgehend vom Verbrennen fossiler Brennstoffe, Öl, Kohle und Gas. Immer wenn wir irgendwie was verbrennen, dann bildet sich CO2. Und das Bedeutende an CO2 ist, Weil das CO2 eingespeichert wurde in die Pflanzen, in die Erde und so weiter. Das Ganze wird kompaktiert und dadurch, wenn man das jetzt verbrennt, wird das quasi wieder freigesetzt, richtig? ja, also überleg dir mal Folgendes. Also was sind fossile Brennstoffe eigentlich? Öl, Kohle, Gas. Was ist das eigentlich? Ja, Es ist Kohlenstoff daneben halt. ja, es ist Kohlenstoff, aber wo kommt das her? Wo kommt dieser Kohlenstoff her? Die meisten Leute machen sich darüber keine Gedanken. Diese fossilen Brennstoffe sind eigentlich Urwälder und Dinosaurier und so weiter, die vor Millionen Jahren verstarben, dann fossil, wie sagt man, they fossilized, ich weiß das deutsche Wort jetzt nicht dafür, they fossilized, und dann blieben die eben da unten für Millionen und Abermillionen Jahre gespeichert. Wenn man sich Kohle mal anschaut, mal wirklich anschaut, das ist nichts anderes als fossile Pflanzen und fossile Tiere. So, woher haben die Energie, die sie beinhalten? Die haben die, weil vor zig Millionen Jahren diese Pflanzen Photosynthese getrieben haben. Diese Pflanzen, diese Urwälder, die dann irgendwann fossile Brennstoffe wurden, die haben zu ihren Lebenszeiten Photosynthese betrieben. Das heißt also, die Energie, die darin steckt, ist eigentlich Sonnenenergie von zig Millionen Jahren. So, und diese Energie, die darin steckt, die wird also jetzt durch unsere Extraktionsbemühungen aus dem Boden rausgeholt. Und innerhalb der letzten 60, 70 Jahre haben wir ungefähr die Hälfte dieser fossilen Brennstoffe extrahiert und verbrannt. Das heißt also, dieser Kohlenstoff, der darin gebunden ist, in diesen fossilen Brennstoffen, der wird also freigesetzt und in die Atmosphäre gegeben. Und das ist der Grund, und die allermeisten Klimawissenschaftler würden dem zustimmen, das ist der Hauptgrund für menschliche Beiträge zur Erderwärmung, dass wir so viele fossile Brennstoffe extrahieren, verbrennen und CO2 somit in die Atmosphäre kommt.
Ja, okay. Das heißt, das machen wir natürlich jetzt sehr kompakt seit, weiß ich nicht, 150 Jahren oder sowas oder keine Ahnung, wann das angefangen hat, die Kohle abzubauen und überhaupt auch die ganzen Metalle und so rauszuholen. Und das geht natürlich jetzt in Windeseile sozusagen in die Atmosphäre und deswegen hat das natürlich jetzt zu einer großen Veränderung in relativ kurzer Zeit geführt, ne? Richtig. Also es sind so ungefähr 100 Jahre. Ja. Also sagen wir mal wirklich, so richtig hat das angefangen, so in den 30ern des letzten Jahrhunderts. Aber so in richtig großem Maße würde ich sagen, so 1950 ging das so richtig zur Sache. Da ging das so richtig zur Sache. Und wenn du dir die Grafiken anschaust, was CO2-Extraktion, CO2-Emissionen angeht, dann siehst du, die gehen immer nach oben. Und der Grund, warum CO2 immer nach oben geht, ist die Tatsache, dass CO2 eine Lebensdauer von 1000 Jahren hat. Wenn also so ein CO2-Molekül in der Luft ist, dann bleibt das da für 1000 Jahre. Die allermeisten, okay, also einige von denen werden auch von Pflanzen aufgenommen, einige werden auch von Böden aufgenommen und einige von denen werden auch von Ozeanen aufgenommen. Aber weil wir so viel davon produzieren, überwältigen wir die ganzen Ökosysteme. Wir produzieren einfach zu viel CO2. Ja, Aber okay. was ganz wichtig jetzt ist, was ganz wichtig ist Methan, ist CO2 hat eine Lebensdauer von 1000 Jahren. Nitrous Oxide, also Lachgas, hat eine Lebensdauer von einigen hundert Jahren. Ist ein sehr starkes Treibhausgas, fast 300 Mal stärker als CO2. Und es kommt weitestgehend oder es wird weitestgehend erzeugt dadurch, dass wir Düngemittel in den Boden einbringen. Ob das chemische Düngemittel sind oder organische Düngemittel, so wie Dung, Animal Dung, Tierdung, also Exkremente. Sobald der Stickstoff von den Düngemitteln in den Boden kommt, nehmen sich die Mikroben, die Bodenmikroben, diesen Stickstoff und verarbeiten den in andere Stickstoffformen. Und eine dieser Stickstoffformen ist Lachgas. Ja, das Und heißt das übrigens auf Lachgas. Deutsch heißt das übrigens Distickstoffoxid, also N2O. Ja, und es wird normalerweise Lachgas genannt. Die Chemiker würden das so nennen, wie du es gerade gemacht hast. Aber so weitestgehend, das ist das Zeug, was man beim Zahnarzt kriegt, um bei Laune zu bleiben. Okay, Ich weiß wir kommen ja später noch auf Weidehaltung und so weiter zu sprechen, aber wenn die Kuh auf der Weide steht, sie frisst vorne das Gras und hinten fällt Ja. der Dung wieder raus, dann habe ich ja auch da wieder einen Kreislauf. Was ist jetzt das Ja. Problem, dass es da eine Umwandlung gibt und ist das schädlich oder ist das ganz natürlich und normal? Genau, dazu kommen wir jetzt, nämlich dem Thema Methan. Methan ist der Dreh- und Angelpunkt. Methan ist der Dreh- und Angelpunkt dafür, dass die Tierproduktion kritisiert wird. Lachgas. N2O Lachgas ist weitestgehend mit der Pflanzenproduktion in Verbindung zu bringen, denn jedes Mal, wenn wir düngen, dann wird dieses Lachgas frei. Ja, Aber Methan. aber der Dung, der würde ja sowieso anfallen, oder? Der ist ja nicht ein Plus. Das stimmt. Aber wenn man den Dung nicht nehmen würde, für die Pflanzenernährung nicht nehmen würde, dann müsste man den mit chemischen Düngemitteln ersetzen. Der Dung produziert normalerweise weniger Lachgas und ist natürlich eine normal anfallende Ressource, die, wenn man die nicht nutzen würde, durch synthetische Düngemittel ersetzt werden müsste. Aber jetzt die wichtigste Frage, nämlich, wie kann man sich diese ganze Methangeschichte erzählen? Also erstmal, Methan ist 28 Mal mehr Klimarelevant. klimarelevant als CO2 und es wird produziert von Mikroben, die nennt man Methanogens, und diese Mikroben, die tolerieren keinen Sauerstoff. Die hassen Sauerstoff. Sobald die mit Sauerstoff in Verbindung kommen, sterben die ab. Das heißt also, die brauchen
sauerstoffarme oder ja, also sauerstoffarme Umgebungen. Und die finden die im Wiederkäuervormagen, im sogenannten Pansen. Und im Pansen, so wie auch in Sümpfen und so weiter oder in Reisfeldern, da gibt es also keinen Sauerstoff und da bilden diese Mikroben sich, die Methan produzieren. Die Tiere, die Wiederkäuer, die wir in unseren Lebensmittelbereichen verspeisen, diese Wiederkäuer, die haben natürlich einen Pansen und wegen des Pansens sind die in der Lage, Pflanzen zu essen, die wir nicht essen können. Zum Beispiel Gräser und bestimmte Leguminosen und so weiter. Wenn diese Tiere grasen, dann können diese Wiederkäuer diese Zellulose essen, die weder Schweine noch Hühner noch Menschen essen können. Die Wiederkäuer können das essen. Und jetzt werde ich dich mal kurz durch die Photosynthese führen. Denn das ist Teil des Themas hier, das sehr wichtig ist. Also, was brauchen Pflanzen eigentlich, um zu wachsen? Hört sich an wie eine banale Frage. Die brauchen Sonnenlicht, die brauchen Wasser und die brauchen CO2. Das CO2, das saugen die aus der Luft, aus der Atmosphäre und der Kohlenstoff, der im CO2 enthalten ist, dieser Kohlenstoff wird dann in Zellulose umgebaut. In dieses Kohlenhydrat, was wir als Menschen oder Schweine oder Hühner nicht essen können. Aber Rinder können das essen und können das im Wiederkäuervormagen in sogenannte Volatile Fatty Acids umwandeln. Und daraus wird dann Milch oder Fleisch und so weiter. Ein kleiner Teil dieses Kohlenstoffs, der im CO2 enthalten war, der dann in die Zellulose umgebaut wird, ein kleiner Teil dieser Zellulose, dieses Kohlenstoffs in der Zellulose, wird in Methan umgebaut und dann du nanntest Rülpsen, ja. das Rülpsen, dadurch wird das also freigesetzt. Das ist der eine Bereich. Der andere Bereich ist, dass Methan auch von den Exkrementen freigesetzt werden kann. Aber nur, wenn die unter sauerstoffarmen Verhältnissen gelagert werden, die Exkremente. So, jetzt ist also der Kohlenstoff, der ursprünglich CO2 war und dann Zellulose wurde, der ist jetzt zum Teil frei geworden als Methan. Und das ist das Thema, über das die Welt so lebendig debattiert. Wie schlimm ist dieses Methan? Das Methan, habe ich ja vorhin schon gesagt, ist ein wichtiges Treibhausgas, 28 Mal stärker als CO2, hat eine Besonderheit, was Methan sehr unterscheidet von CO2 und von Lachgas, ist die Tatsache, dass Methan eine Lebensdauer von nur 10 Jahren hat. Von nur 10 Jahren hat. Nach diesen 10 Jahren wird Methan umgebaut in CO2, atmosphärisches CO2. Das heißt also, der Kohlenstoff im Tierbereich ist kein neuer Kohlenstoff, der da produziert wird. Das ist kein neuer Kohlenstoff, der da produziert wird, sondern das ist ein wie sagt man im Deutschen, recycled? Ich Ja, glaube, das sagt recycelt man auch auch. so, Das, oder? ja, genau. Das ist einfach ein Kreislauf, der sich dann Das ist wieder ein Kreislauf. schließt. Ja. Und der hat einen Namen hier im Englischen, wird der Biogenic Carbon Cycle genannt. Das heißt also, der Kohlenstoff geht von CO2 in der Atmosphäre in die Pflanze, wo er als Zellulose oder Stärke oder so verbaut wird. Die Tiere fressen dann dieses Pflanzenmaterial und produzieren Methan. Das Methan ist in der Atmosphäre so ungefähr 10 Jahre, wird dann wieder umgebaut in CO2 und der Kreis schließt sich. Atmosphäre, Pflanze, Tier. Atmosphäre, Pflanze, Tier. Wenn man, also so, das zum einen, das ist der Biogenic Carbon Cycle. Das ist also ganz wichtig, dass man versteht, dass dieser Kohlenstoff und auch dieses Methan, dass dieser Kohlenstoff kein neuer Kohlenstoff ist, sondern ein Recycled Produkt. Der Prozess,
bei dem dieses Methan umgewandelt wird nach 10 Jahren, der heißt Hydroxyl Oxidation. Es ist ein Oxidation-Prozess, der dadurch zustande kommt, dass es ein Molekül in der Atmosphäre gibt, das nennt man Radicals. Und diese Radicals, die nehmen sich den Wasserstoff vom Methan und verwandeln es in CO2. Und das passiert innerhalb von 10 Jahren. Warum ist das so wichtig? Das ist so wichtig, weil das Methan, was weltweit jährlich produziert wird, und das Methan, was weltweit jährlich vernichtet wird, durch diesen Prozess Hydroxyl Oxidation, diese Mengen sind fast identisch, fast identisch. Dieser Prozess der Methanzerstörung findet regelmäßig statt. Wenn du einen, sagen wir mal, Milchbetrieb zu Hause hast mit 50 Kühen und den hattest du seit 50 Jahren, hast du von deinen Eltern geerbt, dann hat dieser Milchbetrieb nur in den ersten 10 Jahren seines Bestehens neues Methan produziert. Nach diesen ersten 10 Jahren hat dieser Hydroxyl-Oxidation-Prozess dazu geführt, dass das Methan, was jährlich produziert wurde von deinen Kühen, im gleichen Maße produziert wurde wie das Methan, was zerstört wurde. Das heißt also, wenn du gleichbleibende Herden hast, sagen wir gleichbleibende Herde, in deinem Fall jetzt ein Milchbetrieb, keine zusätzlichen Kühe kaufst, sondern 50 Kühe, 50 Jahre, dann bedeutet das, dass du nur in den ersten 10 Jahren neues Methan in die Umwelt gegeben hast. Danach ist die Menge des Methans, was du produzierst, und die Menge des Methans, was zerstört wird, identisch. Um einen kurzen Vergleich anzustellen, der es deinen Hörern ein bisschen klarer macht, stell dir mal vor, du nimmst eine Badewanne. Eine Badewanne. Und die Badewanne hat wie sagt man das jetzt wieder? Wasserhahn? Ein Wasserhahn auf der einen Seite und ein Abfluss auf der anderen Seite. Also jetzt stellen wir uns erstmal vor, was passiert, wenn man CO2 in die Atmosphäre gibt. Wenn man CO2 in die Atmosphäre gibt, dann hat man keinen Abfluss. Man hat nur einen Wasserhahn. Und daher steigt der Wasserstand kontinuierlich an. Der geht nie zurück, der steigt immer an. Sogar jetzt in der Corona-Zeit, während dieser Pandemie, nimmt weltweit CO2 weiter zu. Und zwar deswegen, weil dieses CO2 eine Lebensdauer von 1000 Jahren hat. Auf der Methanseite ist das Badewannenbeispiel sehr, sehr unterschiedlich. Da hast du auf der einen Seite einen Wasserhahn, der Wasser reinlässt, aber auf der anderen Seite hast du einen Abfluss, der Wasser im gleichen Maße rauslässt. Und dadurch bleibt der Wasserstand ungefähr gleich. Aber du hast ja eben Was gesagt, ich es wird zu CO2, was ja dann wieder 1000 Jahre vorrätig wäre. Es wäre ja nur noch schlimmer sozusagen. Aber nein, nein, nein. Und zwar deswegen nicht schlimmer, weil das CO2, was da rauskommt, identisch ist mit dem CO2, was reingekommen ist in die Okay. Pflanzen. Da ist kein neues CO2. Das CO2, was resultiert von der Methanoxidierung, ist das gleiche CO2, was irgendwann in diesen Kreislauf reinkam, bevor es in die Pflanzen kam. Es ist regelrecht ein Kreislauf. Warum das so lange gedauert hat, dass Leute das begriffen, ist mir ein Rätsel. Speziell deswegen, weil das so heftig debattiert wird. Ja, Ja, weil es so heftig debattiert wird. kennst du eigentlich Dr. Anita Idel? Die hatte ich letztes Jahr schon mal im Podcast. Ja, Ja, kenne ich. okay. Da haben wir schon mal über dieses Thema gesprochen. Auch ein sehr, sehr interessantes Gespräch für denjenigen, den es interessiert. Jetzt kommt da wahrscheinlich so ein Argument wie, ja, okay, verstehe ich, das ist ein Kreislauf, kann ich irgendwo akzeptieren, aber jetzt essen wir so viel Fleisch und deswegen haben wir mehr Rinder als jemals zuvor und deswegen steigt das Ganze jetzt dann an. Es kommt immer darauf an, dass man klar macht, im Englischen nennt man das Scope, the regional scope. Ja, also sagen wir mal in Deutschland oder in den USA oder in England, da nehmen die Rinderherden nicht zu, sondern im ziemlich dramatischen in einer ziemlich dramatischen Weise ab. In den USA zum Beispiel gab es 1970 140 Millionen Rinder, Fleischrinder, 140 Millionen.
Heute haben wir noch 90 Millionen Fleischrinder. Wir haben also 50 Millionen weniger, aber mit diesen 90 Millionen heutzutage produzieren wir die gleiche Menge Fleisch wie mit den 140 Millionen in 1970. Auf der Milchseite, auf der Milchproduktionsseite, da hatten wir 1950 25 Millionen Milchrinder. 25 Millionen Milchrinder. Heute haben wir 9 Millionen Milchrinder. Wir sind also von 25 runter auf 9 gekommen, aber mit diesen 9 produzieren wir heute 60% mehr Milch. Das heißt also, die Tierzahl ist runtergekommen, aber die Produktion dramatisch gestiegen. Und das ist ein Trend, der überall in der entwickelten Welt beobachten werden kann. Aber, und hier kommt das große Aber, das Gleiche gilt nicht für die Entwicklungsländer. Dort nimmt die Mittelschicht mengenmäßig zu. Leute haben mehr Geld auszugeben. Und das Erste, was Menschen machen, wenn die mehr Geld zur Verfügung haben, ist, sich bessere Ernährung zu leisten. Ihren Kindern speziell natürlich bessere Ernährung zu leisten. Zum Beispiel mal ein Ei zu essen oder ein Glas Milch zu trinken oder Fleisch zu essen. Das ist das Erste, was in diesen Entwicklungsländern passiert. Und der Bedarf an tierischen Ernährungsgütern nimmt dramatisch zu in diesen Entwicklungsländern. Und dadurch nimmt weltweit die Anzahl der Tiere auch dramatisch zu. Das heißt also, während in den entwickelten Ländern wir einen Trend dahingehend haben, dass die Tierproduktion abnimmt, aber gleichzeitig produktiver wird und wir mehr Produkte haben, ist in den Entwicklungsländern der Trend, dass die Technologie noch nicht haben, die Genetik und die Tierernährung und die Veterinärmedizin und so weiter, um Tierproduktion auf hohem Level durchzuführen. Und dadurch gehen die also den Schritt, ihre Herden auszudehnen. Und das ist weltweit im Moment das Problem in der Tierproduktion, dass die Effizienzen in den Entwicklungsländern sehr gering sind und Ja, okay. unbedingt erhöht werden müssen. Okay. Ich würde sagen, lass uns an dieser Stelle mal den Podcast unterteilen und wir unterhalten uns dann doch mal weiter über das Thema Effizienz, Weidehaltung versus Industriehaltung und ja, noch viele, viele andere Aspekte, die wir dann auf jeden Fall gleich noch sozusagen, ja, die dann gleich auf den Tisch kommen werden. Danke, dass du heute dabei warst und ja, bis zum nächsten Teil. Danke dir. Tschüss. Ja, tschüss. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zum zweiten Teil von meinem Interview mit Frank Mitlöhner. Hallo Frank, schön, dass du hier bist. Hallo, hallo. Ja, wir haben uns im ersten Teil viel über CO2 unterhalten, über Methan, darüber, dass das Ganze ein Kreislauf ist und gegen Ende unseres Gespräches im ersten Teil haben wir darüber gesprochen, dass ja die Tierzucht in den Industrieländern immer effektiver wird, also wir wesentlich weniger Tiere haben als vorher, mehr produzieren, aber in den ja, Drittländern, wo auch der Bedarf steigt, weil es einfach was mit Wohlstand zu tun hat, dass da einfach dann die Tierproduktion quasi hochgefahren wird und es dann einfach zu mehr Tieren kommt. Ich denke, das ist so eine Perspektive über die letzten 100 Jahre oder sowas. Wie sieht es denn aus, wenn wir uns mal das ein bisschen größeres Bild anschauen und mal so ein paar 10.000 oder vielleicht sogar Millionen Jahre zurückschauen? Wie viel, weil ich denke, das ist auch so ein Argument, was gerne gebracht wird. Ja, jetzt der Bedarf steigt sozusagen an und wir haben jetzt viel, 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 viel mehr Tiere als jemals zuvor in dem Sinne und dadurch wird daraus ein Problem. Kann man das so betrachten oder ist da irgendwas von faul? Also ich gebe dir mal ein Beispiel. Ich lebe ja seit über 20 Jahren hier in den USA und das Argument, was du gerade vorgetragen hast, das ist mir natürlich sehr bekannt. Also hier in den USA ist die Besiedlung ja eigentlich erst so richtig 1850 oder so losgegangen. Davor gab es hier Indianerstämme, aber ansonsten also kaum nennenswerte Bevölkerung. Also so ungefähr 1850 und danach ging das hier los, dass die Europäer einfielen und sich hier sprunghaft vermehrten. Und zu dieser Zeit, 1850, gab es hier in den USA ungefähr
Die Zahlen schwanken, aber so 70 bis 80 Millionen Büffel. Also Buffaloes nennen wir die hier. Und dazu natürlich noch 40 Millionen sogenannte Pronghorn Antelopes und so weiter. Das heißt also 100, 120 Millionen Großwiederkäuer. Ja, also wilde natürlich, aber Großwiederkäuer, die natürlich auch Methan produzierten und so weiter, die Exkremente produzierten und so weiter und so fort. Also sagen wir mal so ganz konservativ, dass es 100 Millionen waren. Und die waren es mit Sicherheit. Heutzutage haben wir hier in den USA wieder ungefähr 100 Millionen Großwiederkäuer, nämlich so um die 90 Millionen Fleischrinder, 9 Millionen Milchkühe. Und dann kommen natürlich noch Wildtiere dazu. Der grobe Rahmen ist derselbe. Wir haben innerhalb der letzten 200 Jahre oder so in den USA nicht wirklich, wenn man heute im Vergleich zu damals betrachtet, einen maßgeblichen Zuwachs von Großwiederkäuern. Die Zahlen sind sehr ähnlich. Wie das in anderen Ländern ist, es ist unterschiedlich in Australien, in Ländern wie Indien. Da hat man viele Wiederkäuer. Indien hat die meisten Rinder und Rinderähnliche. Also die haben zum Beispiel 300 Millionen milchproduzierende Rinder und Büffel in Indien. 300 Millionen. Die Wow. USA hat 9 Millionen. 9 Millionen. Die haben 300 Millionen. Die bräuchten keine 300 Millionen. Die könnten die gleiche Milch mit 40, 50 Millionen produzieren. Sie brauchen aber die 300 Millionen, weil jedes einzelne Tier nur einen sehr kläglichen Output hat. Okay. Was ist denn mit Argentinien, Brasilien und so weiter? Da wird der Urwald abgeholzt, nur damit die Tiere da drauf kommen. Ist da einfach dann die große Explosion? Also Argentinien hat mit Urwald nichts zu tun. Ja, der Amazonas, der hat also mit Argentinien nichts zu tun, mit Brasilien und mit Paraguay, mit Teilen Boliviens schon. Dort wird also Urwald abgeholzt aus unterschiedlichsten Gründen. Ich habe damals, als ich so 24, 25 Jahre alt war, ein Jahr in Paraguay zugebracht. Habe dort die Feldarbeit für meine Masterarbeit gemacht, und zwar im Chaco Boreal auf Paraguay. Und da habe ich mit meinen eigenen Augen gesehen, was passierte mit Naturwäldern. Die werden also wirklich im großen Maße abgeholzt und dann umgewandelt in unterschiedlichste landwirtschaftliche Nutzungsformen. Und da steht also Sojaproduktion im Vordergrund, aber auch in unterschiedlichem Maße Rinderproduktion. Warum machen Leute das? Ich habe also Farmer gefragt, warum macht ihr das? Wisst ihr denn nicht, wie wichtig der Urwald ist? Und dann haben die mir gesagt, also ich stell dir mal das Folgende vor. Stell dir mal vor, du bist jetzt ein Landbesitzer und dir gehören 40 Hektar Land. Davon ist die Hälfte Urwald. Jedes Jahr muss ich für meine 40 Hektar Land Steuern bezahlen. Egal wie ich die bewirtschafte, muss ich für dieses Land Steuern bezahlen. Wenn ich den Wald in seiner ursprünglichen Form belasse, dann habe ich keinerlei Eintrag, keinerlei Einnahmen, muss aber trotzdem voll dafür bezahlen. Wenn ich den jetzt umwandle in landwirtschaftliche Nutzfläche, wird dieses Land mir Einträge verschaffen, und da wäre ich doch doof, wenn ich das nicht machen würde. Das haben die Leute mir so gesagt. Und während ich aus meiner Sicht und du aus deiner das anklage und das verurteile und mir wünsche, es wäre nicht so, verstehe ich natürlich den kleinen Farmer, der jetzt irgendwie versuchen muss, über die Runden zu kommen. Das heißt also, wenn wir in der westlichen Welt das nicht wollen, dann müssen wir versuchen, denen, die also ökonomische Gründe haben, das zu tun, anderweitig zu helfen. Jemand muss dafür bezahlen. Und wenn uns dieser Ecosystem Service wichtig ist, und er sollte uns wichtig sein, dann müssen wir alle dafür bezahlen.
Ja, Die, die von wieso wird eigentlich Wald privatisiert? Also das ist ja eigentlich was, was in der öffentlichen Hand liegen sollte, oder? Ah, du, das kann ich dir nicht erklären. Das weiß ich jetzt nicht, warum das geschichtlich alles so entstanden ist, wie es entstanden ist. Aber es ist ja auch in Deutschland so, dass erhebliche Flächen des Landes in Privatbesitz sind. Gibt natürlich auch Wälder und so weiter, die in der öffentlichen Hand sind. Aber es gibt auch jede Menge Privathaushalte, die Waldflächen besitzen, auch in Aber Deutschland. ich glaube jetzt nicht, dass man dann, ja, kann es mag sein, aber ich glaube nicht, dass man in Deutschland dann einfach sagen kann, okay, der Wald gehört mir, ich mache jetzt einen Parkplatz draus. Du, das weiß ich nicht. Das kann ich dir nicht sagen, was es da für Regelungen gibt. Ja, ist egal. Lass mal weiter springen, dann sozusagen, du hast gesagt, ja, okay, in Brasilien, Paraguay und so weiter, da werden entweder Rinder gezüchtet oder es wird Soja angebaut oder Mais, was ja dann wieder die Verfütterung sozusagen ist. Das wird dann irgendwie schön gentechnisch manipuliert, mit Glyphosat besprüht und dann wird es hier rüber geschifft. Ist das überhaupt so oder ist das auch eine Legende? Es wird mit Sicherheit eine Menge gerade Soja produziert, nicht so sehr Mais, sondern gerade Soja produziert, zum Beispiel in Brasilien, und auch Beef. Es ist interessant, dieses Beef geht nicht nach Deutschland. Das meiste geht auch nicht in die USA. Hier in den USA beziehen wir die Hälfte, 0,5%, 0,5% des Rindfleisches hier in den USA kommt aus Gegenden, wo Deforestation praktiziert wird, 0,5%. Entwaldung. Wo geht also dieses, ja, Entschuldigung, Entwaldung, wo geht also dieses Fleisch hin? Das geht mehrheitlich in die Länder der Welt, die relativ niedrige qualitative Ansprüche haben an Fleischqualität. Nämlich nach China, in den Iran. China, Iran, und dann einige andere wie sag mal, Nahostländer, da geht das also vornehmlich hin. Und zwar, wenn ich sage, dass es qualitativ nicht so hochwertig ist, wieso ist denn das so? Naja, die haben eben Rindertypen, sogenannte Bos indicus Rinder, das sind so tropische Rindertypen, die eine schlechte Marmorierung haben, die weniger intramuskulöses Fett haben. Die Qualität ist, die ist einfach nicht da. Das Fleisch ist ziemlich zäh. Also hier in den USA würden die meisten Leute das nicht anpassen, nicht anfassen und nicht konsumieren. Also das meiste Fleisch, was dort produziert wird, geht in Länder wie China und Iran und so weiter. Okay. Aber das Soja geht in erheblichem Maße in die EU, wird dann an Geflügel und an Schweine verfüttert, und auch nach China. Denn die Chinesen haben sich so ein bisschen von den USA emanzipiert und wollen weniger US-Güter konsumieren. Und die haben sich mal eben nach Brasilien eingestellt. Also die importieren jetzt brasilianisches Soja, mehr als US-amerikanisches. Ich rede oft von Weidehaltung hier bei mir im Podcast und ja, ich bin ein großer Freund davon, Befürworter. Wir haben aber auch eben über Effizienz gesprochen, davon, dass wir mehr Produktion haben bei weniger Tieren. Und deswegen würde ich gerne mal einen ja, neutralen Blick sozusagen auf das ganze Geschehen werfen und auch mal uns so ein bisschen auf die Industrie Haltung sozusagen mal so ein bisschen fokussieren. Wie sind denn eigentlich da die Umstände? Man hört immer, dass Antibiotika eingesetzt, Hormone, dass es eine Quälzucht ist, ganz, ganz fürchterliche Zustände. Man hat schon mal Bilder gesehen und so weiter. Entspricht das so der Realität? Kann man sowas überhaupt so generell sagen? Oder was ist so im Großen so, was herrschen dort für Zustände? Also ich bin jetzt in diesem Bereich seit ungefähr 30 Jahren tätig. Ich habe Farmen im europäischen, im afrikanischen, im ozeanischen, im asiatischen, im südamerikanischen, nordamerikanischen gesehen. Ich habe also wirklich, ich würde sagen, hunderte von Ranch-Betrieben und Farmen gesehen. Und
Ich kann das nicht bestätigen, was ich höre, was du gerade gesagt hast, dass es da unhaltbare Zustände gibt. Ich habe verschiedene Farmen gesehen, vor allem waren das kleinere im Übrigen, die finanzknapp waren, die ja also relativ wenig Finanzmittel hatten, die aus dem Grund dessen, dass sie nicht genügend Mittel hatten, nicht genügend Arbeitskräfte hatten, sich nicht leisten konnten, die Tiere medizinisch zu versorgen, im Bereich Futtermittel rumgemurkst haben. Das hat mich schon besorgt. Das habe ich vor allem in Entwicklungsländern gesehen. Hier in den USA ist die Tierproduktion sehr intensiv. Bleiben wir mal eben bei Rindern, bei Fleischrindern. Die Fleischrinder sind hier in den USA alle auf einem Ranchbetrieb, also auf Grashaltung, und zwar mindestens für 2 Drittel ihres Lebens. Mindestens für 2 Drittel ihres Lebens. Das heißt also erstmal Mutterkuhhaltung und dann bleiben die da so ungefähr 7 Monate oder so. Und dann gehen sie von dort noch zum anderen Ranchbetrieb. Und dann, wenn die so um die 700 Pfund, das sind so ungefähr 400 Kilo wiegen, ein bisschen weniger, dann gehen die in die sogenannte Feedlot. Und das Feedlot ist das, was am häufigsten kritisiert wird. Das sind also Mastbetriebe, wo du Tausende von Rindern für 4 Monate hast. Ja, also die Rinder, die leben normalerweise so 14, 15, 16 Monate. Die Cornfinish, wir nennen das Cornfinish. Das heißt also die mit Mais gemästet werden am Schluss, die leben insgesamt 14, 15, 16 Monate. Ja? Die ersten 10 Monate ihres Lebens sind die alle auf Gras. Und dann die letzten 4 Monate ihres Lebens sind sie in diesem Feedlot und da werden die 80 bis 90% gefüttert mit Mais oder mit Maisersatzstoffen. Also insgesamt sind die alle, egal ob die jetzt grass-finished oder corn-finished sind, das musst du jetzt übersetzen. Ja, ich weiß gar nicht, ob das, also Gras gefüttert und dann Gras, also Nee, sozusagen, finished. die, ja, finish, ich weiß, ich überlege gerade, ob ich glaube, ich kenne da selber gar kein Wort für auf Deutsch. Also wenn die jetzt bis zum letzten Tag nur Gras gegessen haben, dann wären sie Gras finished und wenn nicht, dann eben halt nicht. Genau, und wenn nicht, dann werden die Corn-Finished genannt, ja. Aber es stimmt nicht, dass Corn-Finished-Rinder ihr Leben lang nur Mais gefüttert werden. Das stimmt nicht. Das sind die letzten 4 Monate. Jetzt, bevor ich die beiden miteinander vergleiche, warum essen Leute diese Corn-Finished Steaks? Wieso essen die das? Die essen das, weil das Fleisch super zart ist und sehr gut marmoriert ist. Und durch diese Kornfütterung, diese Maisfütterung, hat dieses Fett einen bestimmten Geschmack. Und an diesen Geschmack haben die Amerikaner sich gewöhnt. Und den bevorzugen die dem anderen Fett, was im Grass-Finished Beef ist. So, warum ist das Fleisch so zart? Das Fleisch ist so zart, weil die Tiere so jung sind, wenn die geschlachtet werden. Die sind also, wie ich vorhin schon gesagt habe, 14 bis 16 Monate alt, wenn die zum Schlachthof gehen. Das sind also die Corn-Finished. Grass-Finished Beef lebt ungefähr doppelt so lange. Also die gehen zum Schlachthof, wenn die so zwischen 26 und 30 Monaten alt sind. Sind also fast zweimal so alt wie die, die im Feedlot gemästet werden. Und dadurch, dass sie älter sind, sind die Muskelfasern dicker und stärker und dadurch relativ zäher. Das Fett selber schmeckt anders. Wenn du dir ein Steak anschaust, was grass-finished ist und eins, das corn-finished ist, dann siehst du sofort den Unterschied. Das grass-finished Steak hat gelbliches Fett und das liegt am Carotin, nennt man das, Carotin, Karotin. Carotin. Das Carotin gibt dem Fett einen gelblich-orange Ton, Farbton. Aber das wirklich Wichtige ist, dass es anders schmeckt. Es schmeckt einfach anders.
Wenn du dir ein Grass-Finish-Steak und ein Corn-Finish-Steak zubereitest und die beiden gleich zubereitest, gleiche Temperatur, gleiche Länge, dann wirst du sehen, wie unterschiedlich die beiden sind. Das eine braucht nämlich wesentlich länger bei niedrigerer Temperatur. Wenn du die beiden gleich kochst, dann verkochst du das eine. Welches ist denn das, was länger braucht? Das Grass Finish braucht länger bei niedrigerer Temperatur. Es gibt also einen Qualitätsunterschied. Einige Menschen wie du bevorzugen das Grass Finish und andere bevorzugen das Corn Finish. Und Ja, das das ist hat bei mir allerdings keine geschmacklichen Gründe. Ich habe das auch schon erfahren, den Unterschied. Und das ist tatsächlich sehr nett, sozusagen ein konventionelles Steak zu essen. Ja, also, aber es ist für mich eine prinzipielle Angelegenheit. Ja. Ich spreche im Moment auch nur über die Gründe dafür, dass es gemacht wird. Warum Leute das überhaupt machen. Also hier in den USA würde ich sagen, dass 96, 97% allen Rindfleisches corn-finished ist. So viel, ja? Wow. So viel. Es ist nicht, dass man das nicht anders machen könnte. Man könnte das anders machen. Das ist kein Problem. Kannst die ganzen Sektor umbauen und einfach die Tiere länger auf der Ranch lassen. Aber die Leute, die wollen das Corn-Finished Beef haben. Das ist also eine geschmackliche Präferenz. So, die sind also jetzt im Feedlot, sagen wir mal, für 4 Monate. Und vorher sind die alle im Weidebetrieb. Im Weidebetrieb passiert nicht viel. Die Tiere werden geboren, die kriegen bestimmte Medikamente zum Entwurmen, dass die also keine Parasiten, Endoparasiten kriegen. Das ist sehr wichtig und das ist aus Tier Wohlbefindlichen, oh, wie sagt man, Animal Welfare, Tierwohlbefinden, Ja, ne. aus Gründen des Tierwohls. Es ist aus Gründen des Tierwohls und der Tiergesundheit eben unerlässlich, dass man Tiere, die da auf so einer Ranch sind, vor Endoparasiten schützt. Da kriegen die also entsprechende Arzneimittel in der Hinsicht verabreicht. Und dann lässt man die eigentlich erstmal alleine. In den meisten Ranchbetrieben, da sieht man und behandelt die Tiere vielleicht einmal im Jahr. Ansonsten sind die auf sich alleine gestellt. Da hat man mit den Rindern eigentlich gar nichts zu tun. Die sind da irgendwo draußen, und machen ihr Ding. Wenn die ins Feedlot kommen, dann kriegen die hier in den USA ein Growth Implant ins Ohr. Das ist also ein so kleiner, das sieht aus wie so ein kleiner Chip, der wird ins Ohr gegeben und das ist ein Wachstumshormon. Im Falle von männlichen Tieren, sogenannten Steers, also Ochsen, die kriegen weibliche Geschlechtshormone und die weiblichen kriegen männliche Geschlechtshormone. Und dann wachsen die entsprechend schneller. Die Tiere Das ist im Feedlot hast du jetzt gesagt, ne? In der ja im Feedlot. Es wird nicht im Weidebetrieb gemacht, es wird im Feedlot gemacht. Die wachsen dadurch ungefähr 20% schneller. Die Leute, die sich jetzt Sorgen machen, was Rückstände, Hormonrückstände im Fleisch angeht, denen sei gesagt, dass zum Beispiel ein Ochse, der jetzt weibliche Geschlechtshormone bekommen hat, dass der Fleisch produziert, was dann im Endeffekt so 4 bis 6 Nanogramm Östrogen im Fleisch hat. 4 bis 6. Wenn du eine Frau bist und die Pille nimmst, dann nimmst du am Tag 30.000 Nanogramm zu dir. Sind also 4 bis 6 Nanogramm in einem Steak und 30.000 in der Pille. Also, dass Leute da sagen, also ich würde nie sowas essen, weil ich will ja nicht Hormone essen, das ist also ein Ammenmärchen in meiner Meinung nach. Ja, kannst du das auch vergleichen mit anderen hormonellen Rückständen, auch aus dem Bereich der Phytoöstrogene? Hast du da auch? Das gibt keine Frage, dass wenn du zum Beispiel Tofu isst, wenn du Tofu isst, nimmst du enorme Mengen Östrogene zu dir. Ja, das sind eben dann Pflanzen, Östrogene, aber enorme Mengen. Es gibt also alle möglichen pflanzlichen Produkte, die enorme Mengen Hormone beinhalten. Meines Erachtens nach ist diese ganze Diskussion der Hormonbehandlung von Rindern in den USA eine Diskussion, die mehr im Bereich des, lass uns mal unsere Märkte schützen, geht.
Das Gleiche gilt auch für die sogenannten Chlorhühnchen hier in den USA. Ja, die Chlorhühnchen, die also nach der Schlachtung in einem Chlorbad behandelt werden, damit die Körper, die Schlachtkörper, eben vor mikrobieller Zersetzung und vor Contamination geschützt sind. Das wird in Deutschland zum Beispiel nicht gemacht, aber die Zahlen der Salmonellen und E. coli, des Salmonellen und E. coli Befalls in Deutschland ist wesentlich, wesentlich stärker. Das wird also gemacht aus, um die Leute gesund zu halten, ja. Aber meines Erachtens nach hat das alles eine Menge damit zu tun, andere Märkte außen vor zu halten. Das hat meines Erachtens nach nichts mit echten Besorgnissen und vernünftigen Diskussionen zu tun. Ja, was meinst du jetzt mit anderen Märkten? Ich verstehe das nicht ganz. Also in Europa möchte man zum Beispiel US-Beef raushalten und US-Chicken raushalten. Und das macht man dadurch, dass man den Leuten erzählt, dass es da Chlorhühnchen gibt, die super gefährlich sind, wenn man sie isst. Oder dass es da Hormon-Beef gibt, was bei einem dann die Brüste wechseln lässt oder so ein Quatsch. Mhm. Das ist Unfug und aber das ist halt so. Das erlebe ich ja selber. Ich bin ja Deutscher. Ich bringe auch jede Menge Zeit in Deutschland zu. Und wenn ich da bin, dann muss ich mich mitunter wirklich zusammenreißen, da nichts zu sagen. Mhm, okay, also diese 4 bis 6 Nanogramm Östrogen, liegt das noch unterhalb von sowas wie Soja oder auch Leinsamen? Ja, Sicherheit. Deutlich, Sicherheit. Oder? Deutlich drunter. Ich habe die genauen Zahlen nicht, aber ich habe sie gesehen und sie liegen deutlich drunter. Okay. Was die Qualen angeht, von denen du da sprachst. Ja, und Antibiotika. Dass Tiere da gequält werden oder so, das ist hanebüchend. Ja? Überleg dir mal, wenn du jetzt Farmer wärst oder Rancher wärst, dann wäre das absolut Wichtigste in deinem Leben, außer deiner Familie und so weiter, im beruflichen Bereich, das absolut Wichtigste in deinem Leben sind deine Tiere. Das Wohlergehen deiner Tiere ist absolut zentral. Die allermeisten Betriebe, die ich kenne, haben ganz strikte Regeln. Und diese Regeln besagen, dass wenn Arbeiter, die in diesen Betrieben arbeiten, auch nur einmal dabei erwischt werden, dass sie irgendwie Schaden einem Tier zufügen, ein Tier treten, schlagen und so weiter und so fort, dann wird nicht verwarnt, sondern wird gefeuert. Dann werden die Leute rausgeschmissen. Das heißt aber natürlich nicht, dass es nicht vorkommt. Es kommt vor. Es kommt vor, ich habe es mit meinen eigenen Augen gesehen, dass Leute, vor allem die nicht richtig ausgebildet sind, sondern eingestellt wurden, weil es Facharbeitermangel gibt, dass die, wenn die frustriert sind, mal eben dann Tier treten oder mit dem Stock schlagen oder sowas. Das kommt ja im Bereich Mensch zu Mensch ja auch schon mal vor. Leider Gottes. Hier in den USA in einem Jahr 5000 Priester verurteilt worden. Sind verurteilt worden des Kindes wegen Kindesmissbrauch. Wow. Eine Epidemie, die leider auch in Deutschland und in anderen Teilen der Welt zu beklagen ist. Es ist nun mal leider so, dass Menschen Unsägliches veranstalten können. Das passiert im zwischenmenschlichen Bereich, es passiert leider auch im Bereich der Tierproduktion. Aber was ich dir sagen kann, ist, dass das Ausnahmen sind. Leider Gottes sind das Ausnahmen, die dann, wenn sie dokumentiert werden durch Videos, viral werden, die ganze Welt sieht sie und denkt dann, das sei Normalität. Es ist keine Normalität, es ist die absolute Ausnahme. Was Antibiotika angeht, gab es in der Vergangenheit Missbrauch, wo Antibiotika verabreicht wurden, um Tiere schneller wachsen zu lassen oder Infektionen vorzubeugen. Hier in den USA und in den allermeisten europäischen Ländern gibt es jetzt ganz strenge Vorgaben, wer Antibiotika verwenden kann, und wofür? Die meisten benutzen Antibiotika aus therapeutischen Gründen. Das heißt also,
um Tiere, die krank sind, zu behandeln. Bestimmte Krankheiten sind in der Vergangenheit unterdrückt worden, indem man die ganze Herde damit behandelt hat, mit einem Antibiotikum behandelt hat, aber in geringer Menge behandelt hat. Dadurch sind diese Krankheiten dann nicht aufgetreten. Heutzutage ist das nicht mehr möglich. Heutzutage treten diese Krankheiten dann wieder auf. Und wenn sie auftreten, müssen die Tiere mit therapeutischen Dosen behandelt werden, die sehr hoch sind. Also in Ländern wie Dänemark zum Beispiel, wo es jetzt kein prophylaktisches Antibiotika mehr gibt, sondern nur therapeutisches, wird heutzutage mehr Antibiotikum benutzt als zu Zeiten, wo das noch nicht verboten war, das Prophylaktische. Das bedeutet, dass weil jetzt mehr Tiere krank werden, müssen die die viel höhere Dosis Antibiotika bekommen, die eben eigentlich nur aus therapeutischen Gründen verwendet werden kann. Also insgesamt muss man schon vorsichtig sein zu sagen, also grundsätzlich, wir wollen also keine Antibiotika aus irgendwelchen Gründen. Unter bestimmten Umständen kann es nützlich sein, aber in den meisten Fällen werden Antibiotika heutzutage sehr in Maßen angewendet, in Maßen angewendet. Sind das denn relevante Mengen dann? Eben bei den Hormonen waren wir über 2 bis 6 Nanogramm. Sind das relevante Mengen, über die man sich dann wirklich Sorgen machen muss? Also alle Medikamente, ob das Growth-Hormone sind, also diese Implantate, oder ob es Antibiotika sind, egal was man einem Tier verabreicht, alle Medikamente haben eine sogenannte Withdrawal Time. Das heißt also, dass man Medikamente nicht verabreichen darf, wenn man eine gewisse Zeit vor der Schlachtung steht. Also im Bereich Growth Implants zum Beispiel, diese Implantate darf man nicht verabreichen, wenn das Tier innerhalb von 50 Tagen geschlachtet wird. Und zwar deswegen, weil zum Zeitpunkt der Schlachtung dieses Medikament vollständig verstoffwechselt sein muss. Es darf also kein nennenswerter Rückstand im Fleisch oder in der Milch oder so bestehen. Und das ist eben Gesetz, ja, was alle Arzneimittel, die im Tierproduktionsbereich Verwendung finden, was die alles gemein haben. Also die haben das alle Medikamente haben eins gemein und das ist, dass man die nur verabreichen darf, wenn das Tier genügend Zeit hat, um alles zu verstoffwechseln zum Zeitpunkt der Schlachtung. Okay, das heißt, die Dosen, die dann letztendlich erlaubt sind, die sind absolut gering. Die sind absolut gering und also diese Rückstände sind deswegen immer noch feststellbar, weil wir so unglaublich präzise geworden sind mit unseren Messvorrichtungen. Ich habe also Dinge in meinem Labor, damit kann ich Sachen messen, die waren vor 5 Jahren unmöglich. Wenn du in mein Labor kommst und du hast Deo am Tag verabreicht, Deo benutzt, dann kann ich das eine Woche, nachdem du mein Labor verlassen hast, noch nachweisen. Okay. In der Luft noch nachweisen. Das heißt also, ich kann so präzise messen, in Parts per Trillion, ja, so präzise messen, dass man Rückstände praktisch immer findet. Du findest immer Rückstände. Wenn du dir heutzutage einen 10- oder 20-Euro-Schein in die Hand nimmst, kann ich dir garantieren, ich kann dir garantieren, dass da Kokainrückstände dran sind. An jedem Euroschein Kokainrückstände dran sind. Und das Gleiche gilt für alle Dollarscheine. Und zwar deswegen, weil diese Droge eben im Umlauf ist, Geldscheine dafür benutzt werden. Natürlich nicht jeder Geldschein, aber wenn da so ein Drogendealer da so ein Packen hat und der hat da mit Drogen zu tun, da finden sich also winzige Bestandteile praktisch an jedem Schein. Verteilt sich dann auf die anderen Scheine, Verteilt. ja. Okay, das heißt, die Messmethoden sind da sehr, sehr stark geworden. Wie sieht es denn mit anderen Umweltgiften aus? Ich hatte da gerade eine Diskussion mit jemandem, da gibt es so einen Bericht, das nennt sich Schweizer Studie. Und da geht es um PCB,
PCB, lass mich nicht lügen, auch DDT, ich nenne es jetzt einfach mal PCB-Dioxine, ne? Und da zeigt sich, dass halt eben Tierprodukte da einfach relativ hoch belastet sind. Wie siehst du das generell, tierische Produkte, aus der Weidehaltung oder aus der Massentierhaltung sozusagen, sind das Produkte, die ja in bedenklichem Maße belastet sind in deiner Perspektive? Also in den 60er, 70er Jahren hätten wir da diesen Podcast gehabt, dann hätte ich dir gesagt, ja, das ist ein Problem. Denn diese chemischen Mittel, die reichern sich an. Ja, die werden nicht abgebaut, sondern die reichern sich an. Ähnlich wie CO2 in der Atmosphäre reichern die sich an. Da die aber in weitestem Maße nicht benutzt werden und schon seit langem nicht mehr benutzt werden, spielen die in der hiesigen Diskussion überhaupt keine Rolle. Also ich habe diese Diskussion schon seit 20 Jahren nicht mehr gehört. Ja, die Studie zeigt dann schon tatsächlich, da wurden sogar auch Weidehaltung und Nicht-Weidehaltung sozusagen verglichen und zeigt tatsächlich relativ hohe Werte, auch verglichen halt dann eben mit pflanzlicher Nahrung. Allerdings ist das natürlich ein bedauerlicher Teil der Geschichte, die PCBs und die Dioxine. Allerdings gibt es natürlich noch ganz, ganz viele andere Umweltgifte. Die muss man natürlich auch berücksichtigen im Mix sozusagen, wenn man jetzt mal sich so ein Bild darauf wirft und sagt, wo stecken jetzt potenzielle Umweltgifte drin, die dem Körper schaden können? Also weißt du, mal ganz ehrlich, die Konzentration dieser Gifte in unserer Umwelt sind so gering, dass ich persönlich die vollkommen vernachlässige. Es gibt, du findest mit der heutigen Messmethodik, findest du alles überall. Die Frage ist, in welcher Dosis? Nicht, ob man da irgendwelche Gifte findet, sondern in welcher Dosis. Und die Antwort auf die Frage, ist das überhaupt gesundheitsrelevant, die ist ja maßgeblich. Mhm. Und die Antwort dazu ist, nein, ist nicht gesundheitsrelevant. Obwohl diese Sachen da sind, die sind eben in der Umwelt und in höherer Dosis wären sie gefährlich, aber sie sind nicht gesundheitsrelevant, weil die Dosis nicht ausreicht. Du wirst also kein Essen finden, wo also keinerlei Blei oder Quecksilber oder andere Sachen, die sehr, sehr gefährlich sind, wenn man sie in groß genug, also wenn man sie in ausreichender Dosis zu sich nimmt, während Essen diese Dinge beinhaltet, sind die also in so geringem Maße vorhanden, dass sie keine Rolle spielen. Spielen einfach keine Rolle. Und wie sieht es bei Meerestieren und Fischen aus? Es gibt natürlich Fische, wo sich diese Sachen anreichern. Ja, es gibt da bestimmte Gifte, die sich anreichern. Und zwar deswegen, weil leider Gottes Leute große Mengen Sachen verklappen, ins Meer verklappen, die da nicht reingehören. Zum Beispiel ist es legal für Tanker, für diese Öltanker, auf offenem Meer die Tanks auszuwaschen. Es ist legal für Kreuzfahrtschiffe, die Exkremente auf dem offenen Meer roh einfach ins Meer zu verklappen. Ja, das ist alles legal. Wenn du auf so ein Kreuzfahrtschiff gehst, ich weiß nicht, ob du das mal gemacht hast, ich habe es nie gemacht, aber mir wurde erzählt, was mit dem Müll passiert, der dort produziert wird. Es ist alles egal, legal. Das schmeißen die einfach über Bord. Solche Sachen sind natürlich vollkommen inakzeptabel. Komplett inakzeptabel, aber die passieren. Und weißt du, wenn ich solche Sachen höre, dass, obwohl ich jeden Tag meinen Müll hier sorglich trenne, ja, Recyclables und Restmüll und Papier und so weiter und so fort, wird hier in den USA nur 8% des gesamten Mülls recycelt. 8% wird recycelt. Das muss ich anders sagen, Entschuldigung. 8% des Recyclemülls wird also wirklich wiederverwertet. Nicht des Gesamtmülls, des Recyclemülls wird wiederverwendet. Der Rest wird verschifft, und zwar nach, in der Vergangenheit ging alles nach China. Die Chinesen nehmen das jetzt nicht mehr an. Jetzt nehmen die Malaysier das an und die Filipinos und so weiter und so fort. Und in vielen dieser Länder wird dann dieses Fluss
und dann wieder zurück im Meer. Okay, sorry, und das kannst ist natürlich du nochmal sagen. Ich glaube, wir hatten gerade ein kleines technisches Fauxpas hier, mal wieder. Kannst du den letzten Satz nochmal sagen? Ja, also ein erheblicher Teil des Mülls, des Recycle-Mülls in den entwickelten Ländern findet seinen Weg nach Asien, früher nach China. Heute nehmen die Chinesen das nicht mehr an. Jetzt geht dieser Recycle-Müll nach Malaysia, in die Philippinen und so weiter. Oftmals wird er lediglich verbrannt. Und in vieler Orten nimmt man den Müll und der landet in dem nächstbesten Fluss und dann irgendwann im Meer. Und das hat ja sicher auch jeder deiner Hörer bisher schon viele, viele Male gehört, nämlich dass eine Menge Müll in den Weltmeeren sich konzentriert und das sind erhebliche Mengen. Das sind erhebliche Mengen. Ja, okay, alles klar. Gut, vielleicht noch letzte Frage für diesen Teil. Wenn ich hier so ein Steak mir kaufe, dann ist das so, kann sowas gerne mal 20 Euro kosten. Und dann gibt es so diese Discounter, wo man dann so für 2-3 Euro ein Steak bekommen kann. Wie kann das sein? Das ist eine gute Frage. Du findest natürlich, sagen wir mal jetzt, ein Fleischbetrieb, der so ein Grasbetrieb, wo also die Rinder die ganze Zeit auf der Wiese stehen und ja, gut gehandhabt werden und so weiter und das lassen die Leute sich natürlich bezahlen. Wenn du das alles beschleunigst und konzentrierst und so weiter, dann kann das schon mal sein, dass man das viel billiger machen kann. Es ist allerdings auch eine Sache, die ich verstehe. Es kann nicht jeder hier so ein 20-Euro-Steak bezahlen und Leute gerade der unteren Einkommensklassen sind oftmals besonders im Bereich nährstoffreiche Essenbestandteile benachteiligt. Die oftmals können Leute, die also relativ geringe Mittel zur Verfügung haben, also arme Leute, in der Lage, sich kalorienreiches Essen zu kaufen, aber eben nicht nährstoffreiches Essen. Und das nährstoffreichste Essen, was es so ungefähr gibt, sind nun mal diese tierischen Lebensmittel. Also ein Ei oder ein Stück Fleisch oder Milchprodukte. Die zu übertreffen, was Nährstoffdichte angeht, das ist noch niemandem im Pflanzenbereich gelungen. Ja, und schöner Punkt, um die Episode zu unterteilen. Genau darüber möchte ich mit dir im dritten Teil dann sprechen, über Proteine, tierische versus pflanzliche Proteine, Ökobilanz, Bioverfügbarkeit, Kalorienausbeute und vielerlei mehr. Ich danke dir, dass du heute dabei warst und wünsche dir einen schönen Tag. Bis dann. Tschüss. Ja, bis gleich. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu Bio360. Das ist der dritte Teil von meinem Interview mit Frank Mittlöhner. Hallo Frank. Hallo, hallo. Hey. Ja, wir haben uns über Weidehaltung versus Industriehaltung sozusagen unterhalten, über Rückstände von Hormonen, von Antibiotika. Und du hattest gesagt, also wild ist das nicht. Wir können heutzutage alles messen, aber die Rückstände, die da messbar sind, die sind sozusagen eigentlich nicht wirklich relevant. Was mich jetzt mal interessieren würde, ist, es gibt immer so dieses Argument, du siehst, ich hole dir sehr viele übliche Argumente raus, das halte ich hier für meine Aufgabe sozusagen, was die Leute so hören und denken und die üblichen Argumente sozusagen. Kann man überhaupt, muss man jetzt Industriehaltung machen, weil man könnte mit der Weidehaltung den weltweiten Bedarf an tierischem Protein, der ja steigt, dadurch, dass eben sehr viele andere Kulturkreise Wohlstand mit höherem Fleischkonsum sozusagen in Verbindung bringen. Das kann man das überhaupt mit Weidehaltung überhaupt decken? Nein, kann man nicht. Mhm. Es ist eine Sache, Rinder auf eine Weide zu stellen. Das ist eine Sache. Versucht das mal mit Schwein oder mit Geflügel. Ich hab das alles versucht. Ich habe also, während ich meine Doktorarbeit machte, da habe ich in einem Sustainable Swine Project gearbeitet,
Da habe ich gesehen, was mit so Ferkeln passiert, die in der Freiluftbehausung da leben. Die werden von allen möglichen Wildtieren gejagt. Das kann man sich gar nicht vorstellen, was da los ist. Außerdem sind Schweine, was die Umwelt angeht, sehr, sehr aggressiv. Die pflügen durch den Boden und sind also nicht gerade gute Weidetiere, ja, wenn ich es mal so sagen darf. Schweine sind dafür eigentlich nicht geeignet. Geflügel ist dafür auch nicht geeignet, weil so ein Hühnchen eben für alle Raubtiere ein exzellentes Fressen darstellt. Wir haben hier auch verschiedenste Leute versucht, ja, Fleischhühner oder auch die anderen Hühner, die Eier produzierenden Hühner draußen in Freilandhaltung zu halten. Das ist also jedes Mal im Fiasko geendet. Die Freilandhaltung, die spielt im Prinzip nur in der Rinderhaltung eine Rolle. Und wie gesagt, es gibt hier. Könnte man das aufstocken? Bei dir klappert übrigens irgendwas. Könnte man das aufstocken, dass man sagt, weniger Schweine, weniger Geflügel, dafür mehr Rinder? Würde das dann gehen? Ja, also theoretisch. Also theoretisch geht ja alles, aber praktisch glaube ich nicht. Also es gibt eben Gelegenheiten, wo Leute ganz einfach ein Hähnchen essen wollen oder ein Schnitzel essen wollen und keine Lust drauf haben, da immer nur Rindersteaks zu essen oder sowas. Es gibt eben Bedarf, hohen Bedarf, was Schweineprodukte angeht, auch was Hühnerprodukte angeht. Also das kann die Rinderproduktion nicht ersetzen. Auch was den mengenmäßigen Bedarf angeht, könnten Schweine und Geflügel das nicht ersetzen. Ja, okay. Haben wir genügend Weide? Wir haben nicht genügend Weide. Also weder in Deutschland noch hier in den USA. In den USA vielleicht noch, aber das ist natürlich auch ein Riesenland. Die USA sind ein Riesenland im Vergleich zu Deutschland. Hier wäre es vielleicht noch möglich, aber in den meisten anderen Ländern der Welt nicht. Ja, wobei wir natürlich einen Großteil unserer Flächen, sage ich jetzt mal, zu Agrarwirtschaft gemacht haben, oder? Wo wir irgendein Getreide anbauen. Wo man vielleicht wo auch Wiese sein könnte, sage ich jetzt mal. Nicht wirklich. Und zwar ist es so, dass wenn man sich die Fläche der Landwirtschaft anschaut, global, aber auch hier in den USA, die Gesamtfläche anschaut, dann sind 2/3 der Gesamtfläche sogenanntes Marginal Land, also marginales Land. Marginal daher, weil es entweder nicht genügend Wasser hat, also es regnet nicht genug, oder die Bodenqualität ist unzureichend, sagen wir mal, Getreide oder andere pflanzlichen Nahrungsmittel anzubauen. 2/3 der globalen Landfläche sind nicht geeignet, derartige pflanzliche Nahrungsmittel anzubauen. Auf diesen 2/3 der gesamten Landwirtschaftsfläche wird gegrast. Auf diesen 2/3 der gesamten Landwirtschaftsfläche der Welt wird gegrast von Wiederkäuern oder durch Wiederkäuer. Es sind nur 30% der gesamten Landwirtschaftsfläche, die zur Produktion von pflanzlichen Nahrungsmitteln geeignet sind, weil es erstens genügend Wasser gibt und zweitens Böden, die das möglich machen. Es ist nicht wahr, dass, und das höre ich natürlich auch häufig, dass Leute sagen, ja, warum nehmen wir nicht einfach die Flächen, die in der Tierproduktion benutzt werden, und wandeln die um in Pflanzenproduktionsflächen? Das ist also ein Ammenmärchen, was in den meisten Teilen der Welt nicht funktionieren würde.
Ja, genau, weil die Böden nicht dementsprechend nicht sind. Und das heißt, wir haben ungefähr ein Drittel der Flächen, die zur Verfügung stehen, die können sowieso nur von Weidetieren genutzt werden. Richtig. Ich hatte aber was ganz anderes gesagt. Dann sind ja sozusagen 70% der Flächen werden halt für Getreideanbau, Mais und so weiter benutzt. Könnte man da nicht was sozusagen von wegnehmen und da Weidehaltung dann wieder betreiben? Theoretisch. Das könnte man theoretisch, aber praktisch würde das keinen Sinn machen, weil die Pflanzenproduktion dort bessere Erträge bringt. Und das aus agronomischer Sicht macht das mehr Sinn. Okay, dann lass uns mal zur Ökobilanz kommen. Wir müssen jetzt so ein bisschen bisschen schneller werden, weil du musst gleich weg. Und ich möchte die wichtigsten Themen nicht auf der Strecke lassen. Wie sieht es denn mit der Ökobilanz dann überhaupt aus? So tierische Proteine, also so Tierproduktion versus Pflanzenproduktion slash pflanzliche Proteine. Na, das kommt wirklich darauf an, über welches Thema man da redet. Also sagen wir mal, ich gebe dir jetzt mal ein Beispiel. Also ich höre oft, dass Milch kritisiert wird und dass Leute sagen, man sollte also pflanzliche Alternativen zur Milch in Erwägung ziehen. Da sagen Leute, dass also Milch wesentlich höheren Treibhausgasausstoß nach sich zieht als zum Beispiel Mandelmilch. Das stimmt. Also die Mandelmilch hat ungefähr 10-fach geringeren Treibhausausstoß, das stimmt, als die normale Milch, aber einen 17-fach höheren Wasserverbrauch. Einen 17-mal höheren Wasserverbrauch pro Liter Getränk produziert. Man muss sich also wirklich genau ansehen, um welche Umweltkategorie es da geht. Grundsätzlich hat die Produktion von tierischen Lebensmitteln einen höheren Umwelteinfluss, einen negativeren Umwelteinfluss als pflanzliche Produkte. Das erstmal grundsätzlich. Aber man muss natürlich auch mit einbeziehen, welche Nährstoffe man da produziert. Man Genau. kann jetzt nicht ein Steak mit einem Salat vergleichen oder mit einer Bohne vergleichen. Das sind schon ganz unterschiedliche Nahrungsmittel, die man da produziert. Ja, also wenn ich jetzt mal, also das wird jetzt ein bisschen schwer zu ratifizieren sozusagen. An Proteinen ist es noch einfacher, weil da kennen wir die Bioverfügbarkeit, ne? Ja. Von den Proteinen. Wir haben aber ja nicht nur Proteine, sondern wir haben jetzt auf der einen Seite, also im Pflanzenreich, oder beziehungsweise insgesamt in unserer Nahrung haben also Vitamine, Mineralstoffe, fettlösliche Vitamine und so weiter. Im Pflanzenreich haben wir natürlich viele dieser sogenannten Anti-Nährstoffe, Phytinsäure, wenn es ums Getreide geht, Lektin und so weiter. Aber gerade die Phytinsäure sorgt halt dann auch für eine schlechtere Bioverfügbarkeit, ja, der Mineralstoffe oder der Vitamine, die jetzt da drin sind. Also vor allem, was die Mineralstoffe angeht. Das heißt, da musste man natürlich das auch irgendwie entsprechend umrechnen. Gibt es da solche Modelle, dass jemand mal richtig vernünftig versucht hat, objektiv durchzurechnen? Du, das ist nicht mein Fachbereich und obwohl ich gehört habe, dass es das gibt, bin ich in dem Bereich nicht besonders bewandert. Okay. Da bin ich dann auch vorsichtig. Was mir aber ganz klar ist, ist, dass zuzüglich zu, sagen wir mal, essentiellen Aminosäuren, gibt es alle möglichen anderen Nährstoffe, sagen wir mal Calcium zum Beispiel. Calcium, der, sagen wir mal, aus der Milch kommt, ist wesentlich mehr bioverfügbar als der Calcium, der aus dem Pflanzenreich kommt. Das gleiche gilt also für alle möglichen anderen Nährstoffe, Vitamin B12 und Eisen und so weiter und so fort, die in ihrer Verfügbarkeit im tierischen Bereich wesentlich besser sind als im pflanzlichen Bereich. Und das, was ich hier sage, ist nicht, wir sollten hier nur tierische Produkte essen oder so, sondern dass während die Umwelteinflüsse der Tierproduktion größer sind als die der Tierproduktion und auch die Ressourcenintensität größer ist, während dem so ist, ist die Nährstoffverfügbarkeit der tierischen Lebensmittel eben eine sehr hohe. Und man darf auch nicht vergessen, warum Leute
tierische Produkte essen. Die essen ja nicht nur, weil es da eine gute Kombination von Nährstoffen gibt, sondern die essen das, weil es ihnen schmeckt. Das ja. vergessen die Leute. Das vergessen die Leute in diesen ganzen akademischen Diskussionen. Mhm. Warum isst man denn diese Sachen? Die isst man, weil sie einem schmecken und weil sie einem kulturellen Hintergrund entstammen. Wir sind damit groß geworden und es gefällt uns, es schmeckt uns. Das ist für uns ein kulinarischer Hochgenuss und das ist einer der Hauptgründe, warum wir es essen. Ja, und das ist ja nicht die Sozialisation der letzten 100 Jahre, sondern wir sprechen hier von der gesamten Homo sapiens und Homo erectus mindestens mal, also 2,5 ja. Millionen Jahre. Genau, okay, also das heißt, da gibt es jetzt vielleicht keine genauen Zahlen oder wir haben sie nicht, aber ich wollte nur den einfach das mal so in die Runde werfen, dass wenn man so etwas vergleicht, muss man natürlich auch sehen, was bekommt man am Ende dann dafür. Ne? Also ja. kann sein, dass der Preis ein bisschen höher ist, wenn man jetzt so die Umweltfaktoren quasi sich genau anschaut, aber wenn dann die Bioverfügbarkeit des Proteins zum Beispiel höher ist und ich weiß nicht, wie es aussieht, wenn ich jetzt zum Beispiel gab es diesen Film Game Changers, musste ich gestern noch drüber diskutieren, wo dann James Cameron selber eine Pea-Protein, also eine Erbsenproteinfabrik hat. Das ist ja ein Kunstprodukt. Ja? Also irgendwo wird dann, was weiß ich, wo in der Welt werden dann also Erbsen angebaut, die werden dann kommen dann in einen industriellen Prozess rein, werden dann verpackt in Plastik, in Karton, in Aluminiumfolie, verschifft, gelagert und so weiter. Und dann kommen die in irgendeinen Supermarkt oder werden verschifft per Amazon. Und dann habe ich kommt das in meinen Plastikshaker oder sowas rein und dann ziehe ich mir das rein und habe dann immer noch eine Bioverfügbarkeit, die ungefähr um den Faktor maximal 50% von einem guten Steak liegt, was ich hier um die Ecke bei mir ja, einfach gleich direkt vom Produkteur kaufen kann, am Tag, wo der das geschlachtet hat. Ja, also da bin ich vollkommen meiner Meinung. Ich würde das Zeug nicht essen. Ich kenne die Leute, die Präsidenten der Impossible Foods und Beyond Meat, das sind also die großen Fleischersatzstoffproduzenten und was die da so treiben, das würde ich mir nicht antun. Ich finde es allerdings faszinierend, was die geschaffen haben im Hinblick des Geschmacks. Du und ich wir sind vielleicht Connoisseure, wir verstehen etwas von Fleisch und wie es schmecken sollte und so weiter, aber Otto, der Normalverbraucher, wenn der da so ein Ding isst, so ein Burger isst, so ein Ersatzburger, der würde nicht unbedingt den Unterschied feststellen. Hm. Und das ist schon sehr interessant. Also ich habe mal so ein Ding gegessen, einfach mal zu sehen, wie das schmeckt. Und was die geschmacklich da auf die Beine gebracht haben, ist schon erstaunlich. Das muss man also, das muss man schon sagen. Ja, das ist aber, da braucht man gar kein Beyond Meat für. Also ich habe in Peru schon mal vor vielen Jahren einen Burger gegessen, der war rein aus Linsen gemacht. Ja. Der war unglaublich gut und ich habe selber früher, ich war ja auch mal Veganer, Rohveganer und so, also bevor ich Rohveganer wurde, habe ich dann solche Patties auch gemacht aus, das waren Möhren oder Zucchini, da waren Eier drin, da waren Zwiebeln drin, Knoblauch und Haferflocken und das dann halt irgendwie in Kokosnussöl oder so gebraten und das schmeckt richtig, richtig gut auch. Ne? Also es hat die ganze Befriedigung von ich sag jetzt mal, von einem Burger eigentlich fast sogar noch besser, weil es irgendwie saftiger ist und die Konsistenz besser ist. Also da kann man, Nüsse waren da noch drin, genau, Haselnüsse. Also das war ich sehr erfolgreich mit, immer wenn ich das gekocht habe, sind die Leute förmlich ausgeflippt. Also da kann man schon einiges machen. Vielleicht können wir mal über Beyond Meat und so weiter, irgendwie im Labor gezüchtete Geschichten, das ist so ein bisschen, kommt aus dem veganen Lager, dass habe ich jetzt bei mehrfachen Vorträgen so gehört, ja, das wäre jetzt dann die Lösung sozusagen. Ja? Und dann habe ich mir gedacht, bei einem bestimmten Vortrag dachte ich, das kannst du selber essen, sorry, aber es wird dann von Veganern quasi vorgeschlagen, dass man das ja essen könne, wobei sie es ja selber nicht tun würden, oder? Ja, es ist interessant. Also wenn du dir den Pat Brown anhörst, den Erfinder des Impossible Burgers, der sagt also ganz klar, der veganische Markt ist nicht unser Zielmarkt. Wir wollen die Fleischesser. Wir wollen nicht die Veganer überzeugen. Und er hat also es auf die Beine gekriegt, auf die Beine gestellt, dass sein Burger nicht nur so aussieht, sondern auch blutet. Ja, dieses Heme, das nennt man normalerweise Hämoglobin, im Englischen Hämoglobin. Er hat
das über GMO-Prozess vermocht, einen sogenannten Leck-Hämoglobin herzustellen. Das ist also ein GMO-künstliches Blut, was diese Bürger haben. Und das führt dann dazu, dass diese Burger, die der produziert, den Geschmack des Blutes auch haben. Ja. Und das Ding blutet also auch regelrecht. Also du siehst das Blut austreten, ja. Die versuchen das zu imitieren, so gut sie es können, und haben einen gewissen Markt. Hier in den USA ist der Markt aller Ersatzstoffe fürs Fleisch, der Markt ist hier ein Zehntel von 1%. Also 0,1% des gesamten Fleischmarktes sind hier Ersatzstoffe, so wie Impossible und Beyond. Die Leute, die das kaufen, das sind also nicht Leute, die jetzt auf Beef verzichten, sondern, sagen wir mal, bei Burger King, da gibt es jetzt den Impossible Whopper, so nennt er sich. Das normale Burger King-Geschäft hat normalerweise so um die 200 Burger, normale Whopper am Tag verkauft. Die verkaufen die auch heute noch. Aber zuzüglich zu den 200 normalen Whoppern verkaufen die jetzt zuzüglich noch 40 Impossible Whoppers. Also neue Konsumenten sind hinzugewonnen worden, aber die alten, die essen immer noch das, was sie immer gegessen haben. Okay, weil es was Neues ist und einfach, naja, ein neues Produkt kann beworben werden. Mit Ja. Blick auf die Uhr. Ein Argument, was ich auch immer wieder höre, ist, ja, okay, 30% der weltweiten Flächen können nicht für Pflanzen benutzt werden, aber für Weidehaltung schon. Aber die nehmen ja dann den wilden Tieren, den Lebensraum weg. Nee, nicht 30%, 70% der gesamten landwirtschaftlichen Nutzfläche, 70% sind Weidewirtschaft. 70% aller landwirtschaftlicher Nutzfläche in der Welt sind Weidewirtschaft. Und Ja. 30% sind Pflanzenproduktion. So, und was heißt neben den Wildtieren die Fläche weg? Es ist natürlich klar, dass man, wenn man da Lebensmittel produzieren will, dass die Rinder da entsprechend grasen. Aber das machen die nicht alleine. Wenn du dir mal so eine Ranch anschaust, wirst du dich wundern, was da für ein Leben herrscht. Also da findest du alles von Hirschen über Raubtiere und so weiter. Also das ist sicher nicht so, dass es da jetzt nur noch Rinder gibt und ansonsten kein anderes Leben, also kein anderes Wildleben. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Das sind einfach so, das sind also solche Statements, die hören sich mir geradezu ja, naiv an. Ja, was soll denn das bedeuten? Soll das bedeuten, die Menschen sollen jetzt wieder zurück auf die Bäume und ihre Häuser zurücklassen, ihre Städte, ihre Flughäfen und so weiter, weil ich verstehe die Diskussion gar nicht, ja, in welche Richtung die geht. Okay. Ja, ein anderes Argument ist so dieses Bewaldungsszenario. Ne, da habe ich auch mit Dr. Anita Idel drüber gesprochen und sie hat mir zum Beispiel erzählt in unserem langen Gespräch auch, dass das Gesicht Mitteleuropas in keinster Weise ein bewaldetes gewesen ist, ja, rauskommt aus der letzten Eiszeit, also vor 12.000 Jahren, sondern dass einfach alle Steppen Landschaft sozusagen war. Und wir dann angefangen haben, die Tiere, die ganzen Auerochsen hier in Europa sozusagen, mit der dann wirklich stattfindenden Besiedlung einfach gegen Osten sozusagen zu vertreiben. Ja? Und die Verwaldung erst dann stattgefunden hat, wenn die Weidetiere weg sind, weil die natürlich dafür sorgen, dass diese ganzen kleinen Bäumchen und so weiter nicht ausufern. Und das wird halt gesagt, ja, aber das Grasland nimmt dann sozusagen den Wald weg und der Wald wäre jetzt viel effizienter, was zum Beispiel die CO2-Bindung angeht. Möchtest du dazu was sagen? Also ich habe hier Kollegen an der UC Davis, die erforschen gerade speziell das Thema des Carbon Sequestration, nennt man das hier. Und die haben festgestellt, dass es wirklich darauf ankommt, was man mit dem Holzprodukt macht, wo das Holzprodukt landen wird.
Hier in den USA gibt es eigentlich keine richtige Forstwirtschaft. Hier wachsen die Bäume, irgendwann sterben die ab und dann gehen die entweder, dann verbrennen die entweder in irgendwelchen Feuersbrünsten oder irgendwann kommen irgendwelche Borkenkäfer daher und machen die zunichte. Und das beklage ich hier schon seit langem, dass es keine vernünftige Forstwirtschaft gibt. In Deutschland gibt es die. Da wird dann Monokultur angebaut und nach einer gewissen Zeit werden die dann gefällt und dann in Spanplatten oder Möbel oder sonst was fabriziert. Papier und so weiter und so fort. Wenn man das Holz vernünftig verwendet, dann kann man mit Forstwirtschaft wirklich eine Menge Kohlenstoff binden. Aber in vielen Teilen der Welt geschieht das nicht. Hier in den USA zum Beispiel passiert das nicht. Der Kohlenstoff, der von den Bäumen hier gebunden wird, der wird in dem Moment wieder frei, in dem der Baum verbrennt. Oder in dem die Insekten das Ding eben zerschreddern. Ja, Ja, oder Papierproduktion zum Beispiel. aber das ist das hier, also hier in den USA ist es so, dass Weidewirtschaft im Durchschnitt mehr Kohlenstoff einzieht als die Forstwirtschaft, als die gleiche Menge Wald. Also wenn du hier eine vernünftige Weidewirtschaft betreibst, kannst du jede Menge Kohlenstoff aus der Luft aufsaugen und dann in den Boden einbringen und dort lagern. Und da diese Weidebetriebe normalerweise nicht gepflügt werden, bleibt der Kohlenstoff auch da drin. Und egal, ob die Weide jemals brennt oder nicht, selbst wenn sie brennt, ist das Material, was da verbrennt, relativ gesehen gering, weil der Großteil der Pflanze wirklich unterirdisch ist und nicht überirdisch. Wenn Ja. aber so ein Baum, wenn er so ein Baum verbrennt, dann geht der ganze Kohlenstoff, der vorher eingezogen wurde durch die Pflanze, verloren. Und damit ist das also ein Nullsummenspiel. Das stimmt nicht, dass man grundsätzlich sagen kann, dass ein Forst eine bessere Sequestration Potential hat als eine Weide. Die Weide kann also deutlich überlegen sein. Da habe ich verschiedene Fachbeiträge gelesen und die kann ich also jederzeit mit jedem, der interessiert ist, teilen oder zur Verfügung stellen. Ja, kannst du mir gerne rüberschicken. Wollte ich nur mal so ansprechen. Das heißt, auch da muss man es wieder differenziert betrachten. Je nachdem, wie man mit der ganzen Geschichte umgeht, kann sich das Verhältnis zur einen oder zur anderen Seite kippen. Aber man kann nicht generell sagen, der Wald ist jetzt besser sozusagen, was das angeht, als CO2. Wenn ich mit dem Wald einen Tisch mache, der dann, wo meine Familie dann 300 Jahre lang dran isst, dann würde ich sagen, geht die Rechnung auf. Aber es gibt viele andere Szenarien, wo es halt dann auch nicht so gut aussieht. Ja, ich habe vor 2 Monaten einen Vortrag in Irland gehalten. Da gab es Bestrebungen, die Hälfte der Weidefläche aufzulösen und in Wälder umzuarbeiten. Und zwar wollten sie, also aus Gründen des Carbon Sequestrations, wie nennt man das im Deutschen, Carbon Sequestration? Weiß ich nicht. Also wenn man also Kohlenstoff aus der Luft rauszieht und dann im Boden. Ja, Bindung vielleicht. Ne? Ja. Kohlenstoffbindung. Da habe ich denen gesagt, Mensch, überlegt mal, was ihr da macht. Wenn ihr da jetzt Weidewirtschaft beendet und da Bäume pflanzt, wie lange braucht das, bis diese Bäume wirklich im großen Maße Kohlenstoff aufnehmen? Das dauert Jahrzehnte, Jahrzehnte. So lange dauert das, ja, also bis die wirklich im größeren Maße da effektiv sind. Die Weide macht das ganze Jahr über, jedes Jahr, jedes Jahr. Und da hat also auch einiges an Umdenken stattgefunden. Ja, und auch da ist wieder eine gute Weidewirtschaft nötig. Das haben die Tiere ja früher alleine gemacht. Da gab es keine Zäune. Die sind halt einfach dann immer weitergegangen. Heute muss man da natürlich eine gute Weidewirtschaft machen. Ansonsten wird überweidet und dann ist das auch wieder nicht so gut. Ne? Das heißt, da muss eine Ja. bestimmte, das darf nicht zu sehr beweidet werden sozusagen von der Größe. Also da spielen viele Faktoren einfach mit rein. Aber die Weide
Haltung wirkt, also die Kühe sozusagen sorgen auch für ständige Nährstoffeintrag sozusagen und es wird einfach mit Weidehaltung massiv viel Mutterboden geschaffen. Ja. Den wir bei der, in der Landwirtschaft, in der konventionellen Landwirtschaft, auch mit gerade mit Tilling, also mit Pflügen und so weiter, ja immer mehr verlieren, indem das einfach sozusagen alles in die Luft geblasen wird. Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ein ganz wichtiger Punkt. Wenn man Weidewirtschaft richtig macht, dann hat das einen erheblichen Einfluss auf die Bodengüte, auf die Struktur und die Qualität des Bodens. Und das ist eine ganz wichtige Geschichte, denn Wasserverfügbarkeit, Nährstoffverfügbarkeit des Bodens und so weiter wird also maßgeblich negativ beeinflusst, indem man pflügt. Und in der Weidewirtschaft wird eben nicht gepflügt. Da wird normalerweise der Grund und Boden, den man da hat, der wird so ziemlich alleine gelassen. Die Tiere, ziemlich auf sich alleine gestellt und auf diesem Land, auf diesem Ranchbetrieb da zum Beispiel das ganze Jahr die machen einfach das, was die so machen, ja, die essen und dann haben sie natürlich Exkremente, die werden dann in den Boden getreten und dadurch wird also ein relativ ursprünglich nährstoffarmer Boden in einen nährstoffreichen Boden verwandelt. Ja, okay. So, ich sehe, du musst in ein paar Minuten wirklich weg. Vielleicht jetzt für dich noch die Gelegenheit, haben wir irgendwas noch nicht angesprochen, was dir jetzt noch richtig auf dem Herzen liegt zu dem Thema? Ja, weißt du, ich wünschte mir, dass Leute ein bisschen kritischer sind. Ja, also man hört heutzutage so viel Unfug und Leute nehmen das unkritisch auf und plappern es weiter, ehrlich gesagt. Und das macht mir zu schaffen. Was die Bauern für uns alle treiben, dass die Lebensmittel produzieren und im Großen und Ganzen auf eine Art und Weise, die eigentlich sehr verantwortungsvoll ist. Und diese Bauern, die sind sozusagen das Allerletzte heutzutage in der Gesellschaft. Und das ist ein Zustand, den ich untragbar halte. Das muss sich ändern, denn die Mehrzahl unserer Bauern sind in einem Alter, in dem die innerhalb von wenigen Jahren in Ruhestand treten können. Und die überlegen sich schon ganz genau, Mensch, soll ich das weitermachen oder soll ich das nicht weitermachen? Ich glaube, dass wir als Gesellschaft den Bauernstand nicht mehr vernünftig würdigen, dass wir Essen nicht mehr vernünftig würdigen, dass wir das einfach so als Gott gegeben ansehen, dass Essen da ist. Jetzt in dieser Corona-Krise, wenn du mal in den Supermarkt gehst, also hier in den USA, ich lebe in Davis, ja, also im landwirtschaftlichen Herz der USA. Wenn ich in den Supermarkt gehe, kann ich jetzt nur noch einen Karton Eier kaufen. Ist rationiert. Die Milch ist rationiert. Das Klopapier sowieso, das kennen wir ja überall in der Welt. Aber auf einmal sind alle möglichen Lebensmittel rationiert und die Leute überlegen sich auf einmal, Mensch, wo kommt denn eigentlich mein Essen her? Und wieso gibt es denn da jetzt Versorgungsengpässe? Und machen dann auf einmal wieder oder stellen diese Verbindung her zwischen Landwirtschaft auf der einen Seite und was sie täglich zum Essen brauchen auf der anderen Seite. Oftmals haben Leute diese Verbindung gar nicht mehr auf dem Kasten. Ja, wir sind so weit entfernt, oder? Von Menschlichkeit und von Natürlichkeit. Und es werden halt auch, ich nenne es mal Frankenstein-Food, also einfach sehr hochindustrielle Produkte, egal ob die jetzt vegan oder nicht irgendwas sind, aber und glutenfrei und was weiß ich. Es gibt so viele künstliche Produkte, auch im Bioladen, im Supermarkt und so weiter, dass wir so die Perspektive verlieren und natürliche Dinge, also ein natürliches Gemüse, ein vielleicht Urkorn oder auch ein Steak von mir aus, dass wir das nicht mehr zu würdigen wissen, weil es irgendwie unpopulär geworden ist, weil wir diese ganzen modernen Sachen sozusagen haben, oder? Ja, also ich bin der Meinung, dass dem so ist. Also wenn du dir mal unser Schulsystem anschaust, dann wirst du feststellen, dass die ganzen Sachen, die wirklich wichtig sind im Leben, eigentlich gar nicht mehr unterrichtet werden. Ja, oder noch nie unterrichtet worden.
Doch, früher wurde das unterrichtet. Früher wurde unterrichtet, wie unser Essen produziert wird und wie es gekocht wird oder gekocht werden kann, wie es konserviert werden kann, wie man es oder dass man es nicht wegschmeißen sollte. 40% der Lebensmittel, die in Deutschland oder in den USA produziert werden, wandern auf den Müll. 40%. Ja, Das das sind ist. jetzt nicht irgendwelche Beiprodukte, das sind die Hauptprodukte. Solche Sachen, die finden in unseren Schulen überhaupt keine Erwähnung mehr. Und das für mich ist das ein Riesenproblem. Ja, Food Waste, das ist ein ganz anderes großes Thema. Ja, vielleicht müssen wir noch mal eine zweite Episode machen. Ich musste jetzt leider ein paar Dinge überspringen. Du hast jetzt in einer Minute einen Anschlusstermin. Wo kann man noch mehr über dich erfahren? Wo kann man dich finden? Ja, also ich bin in Social Media zugange. Mein Twitter-Handle ist GHG Guru, also GHG GURU. Und ich bin Direktor vom sogenannten Clear Center, CLEAR Clear Center an der UC Davis. Und die ist auch im Web. Und da kann man mich finden. Ansonsten bin ich hier an der University of California in Davis und mein E-Mail ist fmmitloehner, fmmitlöhner, at UC Davis, ein Wort, ucdavis.edu. Ja, okay, alles klar. Werde ich alles verlinken. Mein lieber Frank, hat mir sehr viel Freude gemacht. Schön, dass wir da so ein paar Dinge mal klarstellen konnten. Und ich wünsche dir einen wunderschönen Tag in Kalifornien. Danke, euch dasselbe. Tschüss. Mach's gut, ciao.